Ja. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sind alle noch in Gesprächen, da wird auch später noch mal Zeit für sein. Aber wir haben heute sowas wie eine relativ ambitionierte Tagesordnung, sage ich mal. Und deshalb schlage ich vor, dass wir gleich einsteigen. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass Sie alle so zahlreich heute Nachmittag erschienen sind. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie wissen vielleicht, am vergangenen Sonntag, da wurde Edward Snowden, vielleicht haben Sie es in der Presse verfolgt, mit dem Kasseler Bürgerpreis ausgezeichnet. Heribert Prantl hat die Festrede gehalten und Bernhard Schlink hat die Laudatio gehalten. Und das meistgesprochene Wort, das man an diesem Nachmittag verfolgen konnte, das war das Wort Freiheit, was erstmal nicht so überraschend ist. Aber meiner Meinung nach geht es auch genau um dieses Thema, um das Thema Freiheit. Wenn wir uns der Digitalisierungsdebatte stellen und wenn wir uns versuchen, der Digitalisierungsdebatte in ihrem Kern zu stellen. Ich glaube, wir sind inzwischen an einem entscheidenden Punkt dieser Diskussion, wo wir uns alle die Frage stellen müssen, wo die Reise eigentlich hingeht. Wird uns die Digitalisierung eher freier oder wird sie uns eher unfreier machen? Schafft sie neue Möglichkeiten von Missbrauch und von Kontrolle? Oder schafft sie eben auch mehr neue Möglichkeiten für gesellschaftliche und für persönliche Autonomie? Und das Entscheidende dazu, das hat aus meiner Sicht Edward Snowden in seiner Rede, der war bei der Preisverleihung live aus Moskau zugeschaltet, selbst gesagt. Er hat nämlich gesagt, ich zitiere, ich bin nicht verzweifelt, die Geschichte endet noch nicht. Und an uns hat er appelliert, unsere Gestaltungsräume unbedingt zu nutzen, weil wir, so sein Zitat, Bürger sein müssen und nicht Untertanen. Und deshalb ist es, glaube ich, auch gut, dass wir uns heute verstärkt mit dem Thema Digitalisierung in der Kunst und in der Kultur beschäftigen. Für die Landesregierung stellt sich die Digitalisierung inzwischen als eine gesellschaftliche Gestaltungsaufgabe dar. Ich glaube, das ist auch genau der richtige Ansatz. Und genau deshalb möchten wir dieses Thema auch heute in den Mittelpunkt unseres 9. kulturpolitischen Dialoges, für mich ist es der erste, stellen. Weil wir wissen, es darf bei der Digitalisierung, und so nehme ich das politisch im Moment wahr, es darf nicht nur immer um das Thema Wirtschaft und es darf nicht nur immer um das Thema Arbeit gehen, sondern es sollte auch verstärkt um das Thema Kunst und Kultur gehen. Und ich glaube, dass das Thema Digitalisierung gerade in der Kunst wichtig ist, weil die Kunst es schafft, andere Fragen zu stellen an diese Prozesse. Fragen, die uns, glaube ich, auch gesellschaftlich weiterbringen können. Denn wir können, glaube ich, über die neuen digitalen Möglichkeiten viel für Menschen erreichen, gerade auch in der Kunst und in der Kultur. Wir können das Thema digitale Teilhabe und kulturelle Teilhabe durch die neuen Technologien noch mal anders anpacken. Und ich glaube, dass es für viele damit neue Chancen geben kann, teilzuhaben. Für manche wird es vielleicht auch die Chance geben, überhaupt kulturell einmal teilzuhaben, nämlich für diejenigen, die bisher diese Möglichkeiten vielleicht eher noch nicht hatten. Als Kulturpolitikerin liegt mir aber auch besonders am Herzen, wie wir der Kunst selbst durch die Digitalisierung neue Entfaltungsspielräume eröffnen können, wie wir Hürden abbauen können. Ich glaube, das sollte politisch unsere Aufgabe sein und wie wir Gefahren, die es vielleicht auch in diesem Bereich gibt, wie wir Gefahren entgegensteuern können. Ich nenne da zum einen, ich will das überhaupt nicht als Gefahr bezeichnen, aber ich nenne in diesem Kontext das Urheberrecht, denn ich glaube, dass das Urheberrecht in diesem digitalen Zeitalter die Rechte von Künstlern, von Verwertern und von Nutzern, dass diese Rechte neu ausbalanciert werden müssen. Wie wir das angehen, da entbrennt seit langer Zeit politisch eine Diskussion drüber. Das ist kein einfacher Weg und da werden wir auch keine einfache Lösung für finden. Aber wir müssen eine Lösung finden. Ich glaube, so viel ist klar und deshalb sind wir alle auch gut beraten, da gemeinsam weiter dran zu arbeiten. Dabei, meine sehr verehrten Damen und Herren, soll sich der heutige Dialog ausdrücklich auch als Impulsgeber für weitergehende Auseinandersetzungen, für weitergehende Diskussionen mit diesem Thema verstehen. Wir denken auch politisch über weitere Formate nach, wie wir zu diesem Thema auch in Zukunft zusammenarbeiten können. Da würde ich mich gerne auch innerhalb dieses Nachmittags nochmal mit Ihnen zu austauschen.
Und der heutige 9. kulturpolitische Dialog möchte aber auch auf seinem Vorgänger aufbauen. Wir wollen nämlich thematisch einfach heute noch tiefer einsteigen, als es in der Vergangenheit der Fall war. Und gerade weil es bei der Digitalisierung noch so viele offene Fragen gibt und viele Prozesse sich so dynamisch entwickeln, freue ich mich heute ganz besonders auf die spannenden Vorträge, die wir, glaube ich, ohne Zweifel heute Nachmittag erleben werden. Darauf freue ich mich und ich bin überzeugt, dass auch Ihnen dieser Nachmittag viele weitere Impulse auch für Ihre Arbeit mitgeben wird. Sie können unter dem Hashtag KulturNRW heute dazu twittern. Wir werden Ihre Tweets und Ihre Fragen, auch die im Livestream, nach Möglichkeit im Verlaufe des Nachmittags auch aufgreifen und hoffentlich da auch zu einer Klärung beitragen. Wir werden das auf jeden Fall mit einbinden. Auch das eine neue Möglichkeit, die ich aber sehr, sehr gerne mit in unseren kulturpolitischen Dialog mit einbinde. Ich möchte Ihnen heute ganz herzlich danken, dass Sie da sind, dass Sie so viel Interesse mitbringen und wünsche uns allen einen tollen, einen erkenntnisreichen Nachmittag. Ich freue mich darauf und ich werde zusammen mit Herrn Hilterhaus den Nachmittag moderieren, aber erstmal gebe ich an Sie ab, lieber Herr Hilterhaus, und danke Ihnen erstmal fürs erste Zuhören. Danke sehr. Ich muss auch sofort die Verantwortung übernehmen für das ambitionierte Programm. Das möchte ich auch sofort sagen. Das kommt ein wenig von mir und wir hoffen, dass wir trotz einem sehr engen Zeitkorridor trotzdem eine entspannte Atmosphäre hier kreieren können. Sehr geehrte Frau Ministerin Kampmann, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste und erstmal zunächst herzlichen Dank für Ihr sehr zahlreiches Interesse und ich danke ausdrücklich, aber natürlich zunächst erstmal unseren vortragenden Gästen. Das ist einmal die Frau Dr. Arns, das Herr Professor Becker, Frau Richter, Herr Voges, Herr Saavedra Lara und natürlich auch Herr Professor Trogemann, die hier heute an dem 9. kulturpolitischen Dialog die Autonomie, Digitalisierung und die Autonomie der Künste verschiedene Beiträge beisteuern werden. Und ich danke aber auch der Ministerin, dass Sie diesen Raum hier eröffnet haben. Das ist schon etwas Besonderes, einen Dialog zwischen Kultur und Politik einzurichten, der sich auch mit profunden Fragestellungen beschäftigt und nicht nur um sozusagen das Ringen um Meinungen erpicht ist. Und ich glaube, dass gerade das Sie eröffnet mit einer so gesamtgesellschaftlichen großen Frage der Freiheit, wird uns einen schönen Faden durch die gesamte Veranstaltung legen. Das Thema Digitalisierung haben wir und wissen wir und kennen wir in allen möglichen Schattierungen. Bücher darüber landen inzwischen auf den Bestsellerlisten. Begriffe wie Big Data, Transhumanismus, Smart Dust oder Mensch-Maschine-Schnittstellen produzieren Erregungswellen und prägen die Debattenkultur in den Medien. Das hat es vor so vielen Jahren noch nicht gegeben. Die Spannbreite der eigentlich schon seit Jahrzehnten geführten Diskussion, haben wir gerade schon mal darüber gesprochen, changiert zwischen Technik-Euphorie und Untergangsszenarien, zwischen den vielfältigen Möglichkeiten zur Teilhabe und Lebenserleichterung bis zum Verlust von Grundrechten und der totalen Kontrolle unserer Privatsphäre. Fest steht, dass die technischen Entwicklungen unser Leben, unsere Arbeit, unsere Beziehungen und unsere Gesellschaften radikal verändern werden. Es wird von einem neuen Zeitalter gesprochen, von technischen Revolutionen, das gibt es auch schon lange, aber auch von einer neuen Evolutionsstufe. Das sind dann die ganz großen Worte und Rhetoriken. Auf jeden Fall sind wir alle gefragt, uns sehr aktiv mit dieser Gestaltung dieses Zeitalters auseinanderzusetzen, es auf Selbstbestimmung hin zu untersuchen, es zu befragen, Wirkungsweisen und Potenziale, aber auch Gefahren freizulegen, es veränderbar zu halten und auch immer nach Alternativen zu suchen. Nur, wie tun wir das? Welche Räume, welche Foren, welche Fokussierungen, welche Werkzeuge? Welche Verknüpfungen, welche Instrumente, welche Praxen, welche Kooperationen, Sie sehen, es ist eine Menge zu tun. Welche Strukturen, welche Werkstätten und welche Debatten brauchen wir? Wir werden einige dieser Fragen heute aufgreifen, manche vertiefen, verschieben, freilegen, Impulse setzen. Und ich finde, Impulse ist ein schönes Wort, es ist einen Schwung bringen, eine Energie. Und die Rolle der Kunst und ihre Verantwortung, ihre Praxis und ihre besondere Beobachtungsgabe beleuchten.
Dieser kulturpolitische Dialog zwischen den Disziplinen und Wissensbereichen, ich glaube, das ist auch eine Eigenständigkeit in dem heutigen Dialog. Und der Politik versteht sich eben als das, als Impulsgeber. Er möchte eine Ressource sein für einen profunden Diskurs. Und ich glaube, man braucht auch erstmal ein paar Grundlagen und Initiator einer vielschichtigen Diskussion, die notwendig ist und die weiterführen wird und soll. Gerade in Zeiten, wie die Bundeskanzlerin gerade betont hat, postfaktischen Zeiten, erscheint es mir doch sehr wichtig, dass man genau das schafft. Fakten, wenigstens sie betrachten, sie durchsuchen, sie immer wieder abwägen, bevor wir uns einer ganz anderen Logik widmen müssen. Die Verwirklichung des Menschen geschieht im Dialog, in der doppelten Fähigkeit und dazu zum kulturpolitischen Dialog. Das ist jetzt ein Zitat von Herrn von Donnersmarck, einem Ordensgeistlichen. Der sagt, dass Dialog einmal dass die Fähigkeit ist, zu reden und zuzuhören, zu antworten, aber auch darin, sich vom Wort treffen zu lassen. Und ich hoffe, und er sagt, das ist die Bereitschaft zur Kooperation. Ich hoffe, dass uns das ein wenig gelingt heute. Es zeigt nicht zuletzt sich durch diese Veranstaltung, dass Nordrhein-Westfalen ein kompetentes und kooperatives und ich glaube auch sehr einmaliges in der Bundesrepublik Umfeld bietet, um diesen Fragen nachzugehen. Sie sehen allein schon die beteiligten Institutionen, die Akteure, die wir hier haben. Das ist schon sehr beeindruckend. Wir werden davon nachher auch noch mal sehr genau hören. Ich freue mich sehr auf die Mitdiskutanten, auf Sie als Gäste, als Referenten. Sie sind Experten aus der künstlerischen Praxis, aus der Medientheorie, aus der Ausstellungspraxis, der Technologie, der Soziologie, der Geschichte. Also sehr unterschiedliche Aspekte, die wir beleuchten können und die uns einige Substanzen, vielleicht auch Werkzeuge oder Wirkungen dieser Wandlung vorstellen und auch verorten werden. Auch das erscheint mir enorm wichtig. Wir mischen Vortrag und Präsentation und freuen uns natürlich auch auf die Fragen von Ihnen, die immer wieder nach den Vorträgen, vielleicht per kleines Handzeichen oder so, hier einfließen können und sollen. Dafür haben wir immer so kleine Zeitintervalle berücksichtigt. Und am Ende werden wir aber alle nochmal hier stehen, werden uns gerne ihren Fragen und den Diskussionen stellen. Wer oder was kontrolliert die Künste in der digitalen Gesellschaft? Mit dieser komplexen Frage wird Herr Professor Dr. Becker unseren Nachmittag eröffnen. Und dafür würde ich Sie sehr gerne auch hier vorne hin bitten, weil so sind Sie so schwer zu sehen. Darf ich kurz was zu Ihnen sagen, Herr Professor Becker? Eigentlich sind Sie mir bekannt geworden durch Ihre unglaublich lustigen Titel wie Wozu Kunst und Wozu Theater und also eine ganze Reihe von sehr schönen und direkt zugänglichen Fragestellungen. Und Professor Becker ist einer für mich doch hochinteressanter Stichwortgeber in meiner Arbeit. Wir kannten uns da noch nicht, einfach deswegen, weil er genau Sphären und Wissensbereiche miteinander in Verbindung bringt, wie das kaum jemand anders aus der Wissenschaft imstande ist. Nämlich so etwas Schwieriges wie sich mit der Kunst zu beschäftigen, tun nicht so sehr viele und sie schaffen es jedes Mal auf einen unglaublich prägnanten Grund zu gehen und diese Unwägbarkeit, dieses nicht wissen, was das Unvorhersehbare in Worte zu fassen, als Ressource für gesellschaftliches Handeln. Herr Professor Dr. Becker lehrt Kulturtheorie und Management an der Universität Witten-Herdecke, ist Dekan der Fakultät für Kulturreflexion. Seine Arbeitsgebiete umfassen soziologische Theorie, Kulturtheorie, Wirtschaftssoziologie, Organisationsforschung und Managementlehre, also auch die direkte Anwendung. Sehr, sehr viele unterschiedliche Publikationen. Ich werde sie jetzt nicht nennen. Ich kann mich einfach nur freuen auf Ihren Vortrag. Schön, dass Sie da sind. Und ich freue mich auch auf Ihr Interesse und Ihre Fragen nachher. Danke. Vielen Dank, Herr Hilterhaus, Frau Ministerin, meine Damen und Herren. Ich habe die vielleicht dankbare, vielleicht auch etwas undankbare Aufgabe, einzuleiten in das Thema. Ein drittes Mal einzuleiten, jetzt aus, wenn man so will, akademischer Sicht. Ich werde mich dieser Aufgabe würdig zu zeigen versuchen, bitte Sie aber gleichsam die Vertiefungswünsche, die mit Sicherheit bei Ihnen an einigen Stellen auftauchen werden, in die anschließenden Vorträge zu verlagern. Mein Thema, wenn ich die Präsentation, ist schon da, wunderbar. Mein Thema hat sich ein bisschen geändert, beziehungsweise ich spiele immer wieder neu mit verschiedensten Titeln. Dieses 4.0, das kennen Sie mittlerweile aus dem Stichwort Industrie 4.0, Arbeit 4.0.
Ich habe eine eigene Zählung von 1 bis 4, die ich Ihnen gleich etwas nahe zu bringen versuche, um zunächst einmal eine Frage zu stellen, nämlich worüber reden wir eigentlich in der Terminologie einer möglicherweise neuen Epoche der Menschheitsgeschichte? Die 4.0 verweist darauf, dass wir unter Umständen, ich muss es in hypothetischer Form formulieren, weil die Historiker bestimmte Arbeiten uns dann auch schuldig sind, weil wir unter Umständen in einer vierten Menschheitsepoche uns befinden, seit einigen Jahrzehnten. Das deutet an, welche Schwierigkeit der Aufgabe uns bevorsteht, deutet aber auch an, welche Faszination uns bevorsteht. Die erste Epoche wäre die Epoche der oral verfassten Gesellschaft, einer Stammesgesellschaft, die nichts anderes hat als die mündliche Sprache, um sich zu verständigen. Die zweite Epoche ist dann die, in der die Schrift, vor allem die alphabetische Schrift, dann auftaucht. Das kennen wir als antike Hochkultur. Ich sage gleich ein paar mehr Worte darüber. Die dritte Epoche dann erst die moderne Buchdruckgesellschaft. Und da fängt es schon an, extrem spannend für uns zu werden, weil von einer vierten Epoche, der Epoche der elektronischen, der digitalen Medien zu reden, heißt dann, dass wir beginnen, die moderne Gesellschaft hinter uns zu haben. Und wie wir als Soziologen sehr genau wissen, fangen wir im Moment des Beendigens von etwas überhaupt erst an zu begreifen, worin wir gesteckt haben. Das heißt, eine der ersten großen Aufgaben der soziologischen Theorie gegenwärtig, die mein eigener Lehrer Niklas Luhmann zumindest zu meiner Zufriedenheit voll und ganz erfüllt hat, war eine Theorie der modernen Gesellschaft. Für uns sehr wichtig, weil nur dann, wenn wir verstehen, wo wir herkommen und welche Probleme wir in der modernen Gesellschaft hatten und welche Lösung wir für diese modernen Probleme gefunden haben, eine Ahnung davon bekommen, was uns im Thema Urheberrecht, im Thema politische Meinungsbildung, im Thema Investitionen auf spekulativen Märkten, beim Thema Universitätsentwicklung, beim Thema eben auch Kunst überhaupt bevorsteht. Dazu also ein paar wenige Worte. Dann werde ich im Grunde genommen auf zwei Akzente den Schwerpunkt meiner Beiträge legen. Nämlich erstens, kann es sein, dass wir über einen andersartigen Technikbegriff nachdenken müssen, um überhaupt zu verstehen, womit sich die Künste dieser digitalisierten Gesellschaft beschäftigen? Und dann zweitens, was hat es auf sich mit diesen Künsten der digitalisierten Gesellschaft? Gut, aber ich fange an, indem ich meinen Pointer suche. Wunderbar. Das wären also die drei Punkte. Zunächst ein paar wenige Stichworte zu diesen vier Medienepochen. Immer unter dem Gesichtspunkt, dass die Kunst ihrerseits eine Geschichte hinter sich hat. Es ist ganz wichtig zu wissen, dass in dem Moment, in dem wir von einer autonomen Kunst, von einem Bedarf an einer autonomen Kunst reden, von einer Kunst reden, die ihrerseits selbstverständlich historisch determiniert war, die also nicht in einem freischwebenden Raum immer schon irgendwie genialen künstlerischen Ideen folgte, sondern die auf Themen der Gesellschaft reagiert hat, die auf die Welt, so wie sie sich darbietet, wahrnehmungsmäßig darbietet, reagiert hat, die mit Materialien gearbeitet hat, Stein, Farbe, Sprache, Geste und jetzt eben auch Elektronik, die sich den jeweiligen Künstlern darbieten. Das heißt, autonome Kunst ist ein wichtiges Stichwort, aber noch wichtiger wäre es zu sagen, es ist eine autonome Kunst in heteronomen Bedingungen. Also eine autonome Kunst, eine Kunst, die vom Künstler entwickelt wird, der auf Gesellschaft reagiert, der von Gesellschaft Resonanz erwartet, der zu diesem Zweck natürlich versucht, die Fürsten, die ihn bezahlen sollen, trotzdem die Politiker, die bestimmte Aufgaben an ihn stellen oder den Markt, der ihn in einem Würgegriff hält, auf Abstand zu halten und heranzuholen zugleich. Es hat also wenig Sinn, das wäre die erste These, vom Künstler zu erwarten, dass er freischwebend im Raum, vielleicht mittlerweile in einem orbitalen Raum, sich bewegt und dort von dort oben gleichsam tropfenweise geniale Einfälle auf uns glückliche Erdenbewohner heruntertropfen lässt, sondern der Künstler ist jemand, der arbeitet. Ja, der mitten in der Materie der Gesellschaft, mitten in der Materie selber und mitten in den Medien steht. Die Stammesgesellschaft war selbst eine Gesellschaft, die, wenn man so will, erschrocken war durch das, was sie zu bewältigen hatte, nämlich das Auftreten der mündlichen Sprache. Ja, die Stammesbewohner sind herauskatapultiert worden aus einem Paradies, ein Paradies, das darin bestand, es ohne Sprache nur mit direkter Wahrnehmung zu tun zu haben. Stellen Sie sich so eine Schimpansen Horde auf ihren Bäumen vor, da gibt es nichts anderes als das, was man sieht, die Annäherung des anderen,
die Entfernung des anderen, die Banane, die man schneller zu ergreifen versucht als der andere, die ein oder andere körperliche Begegnung, die ich jetzt nicht ausschmücken möchte, den Tag und die Nacht. Ja, das war's. Ein absolutes Paradies der Evidenz, ja, der Wahrnehmung dessen, was wichtig sein kann und des sofortigen Vergessenkönnens dessen, was nicht wichtig ist. In dem Moment, in dem jetzt irgendjemand anfängt, Darwin hat immer vermutet, man fing an zu reden, weil man Kinder beim Einschlafen beruhigen musste durch brummende Laute. Man fing auch an zu reden, weil Jäger untereinander Warnrufe ausstoßen, wo gerade das Wild zu finden ist. Wir wissen nichts über den Moment der Erfindung von Sprache, weil keiner war dabei und vor allem niemand hat was aufgeschrieben dazu. Ja, in dem Moment, in dem jemand anfängt, etwas zu sagen, passiert genau das, was Sie hier heute Nachmittag dauernd erleben werden, nämlich Sie wissen verdammt nochmal nicht, worum es geht. Ja, ich spreche ein Wort aus, sagen wir mal Digitalisierung, und Sie fragen sich, okay, was könnte damit gemeint sein? Ja, Sie rufen einen ganz reichen Horizont an Erinnerungen auf, wo Sie das Wort schon mal gehört haben, aber wie ich es verstehe und wie ich es jetzt verstanden will, können Sie nicht wissen. Das heißt, man wird aus der Welt des Paradieses der Evidenz herauskatapultiert und hat es plötzlich mit schwierigen, von Menschen gemachten Referenzen, mit Worten zu tun, von denen man nicht weiß, worauf sie sich mit digitalisieren. Ist noch einfacher, aber nehmen Sie das Wort Gott, nehmen Sie das Wort Liebe. Wer oder was ist damit gemeint? Also der Trick der medienwissenschaftlichen Beobachtung an der Stelle ist zu sagen, eine Medienepoche besteht darin, dass sie ein Problem produziert, auf das die vorherige Gesellschaft noch nicht vorbereitet war. Ja, die Kunst dieser Stammesgesellschaft war eine Kunst vor allem ornamentaler Art, das ist so eine der Stellen, wo ich jetzt nicht in die Tiefe gehen möchte, ornamentaler Art, die beispielsweise ausschmückt, welche Zusammenhänge in einer Gesellschaft existieren, die durch das Wort und damit durch den Versuch der Vermeidung der Lüge aneinander gebunden ist und zu einer Gemeinschaft findet. Das Ornament band die Gefahr dessen, was im Wort nicht gefunden werden kann, und sie holt heran die Schönheit dessen, was die Stammesgesellschaft auszeichnet. Die Kunst ist also ein erster Versuch, mit dieser Frage umzugehen, was heißt es, Referenzen zu haben, die anzuschauen sind, deren Verweisungscharakter aber nicht zu überprüfen ist und die trotzdem eine gewisse Faszination haben. Ein Ornament, also wie ein mimetisches Bild dessen, was ein Wort zum Beispiel leisten kann. Ich will da, wie gesagt, nicht in die Tiefe gehen, weil man da auch noch nicht allzu viel weiß. Worum es mir nur geht, ist, dass der Künstler schon jetzt, schon da, wenn er eine Totemsäule meißelt, wahrscheinlich eher schnitzt, oder wenn er einen Federnschmuck ausarbeitet, es mit der Frage zu tun hat, welche Form von gelungenem Sinn, von gelungener Form kann ich präsentieren, um in einer Stammesgesellschaft, die mit diesem Problem der Frage danach, wer kann was, zu wem, wann, wie sagen, umgehen zu können. Das setzt sich fort und ich will Ihnen die Einzelheiten ersparen. In dann die zweite Medienepoche, die antike Hochkultur. Wir wissen am meisten über diese antiken Hochkultur, natürlich aus Griechenland und aus Rom, aber man muss auch an China denken, an die Mayas denken, man muss an die großen afrikanischen Königtümer rechnen, die alle untergegangen sind. Sigmund Freud in Totem und Tabu hat dazu schöne Sachen geschrieben. Und muss sich fragen, was war denn da Kunst? Was war denn da die autonome Kunst, die in heteronomen Materialien arbeitet? Und da haben Sie jetzt mit Praxiteles oder mit Euripides oder mit anderen großen Namen, haben Sie sofort ein assoziatives Bild vor sich. Der antike Künstler ist ein Künstler, der erstmals mit Gedächtnisproblemen umgehen muss. Denn die Schrift besteht aus Zeichen, die es ihnen erlauben, auf das zurückzugreifen, was gestern passiert ist, und auf das vorzugreifen, was morgen passieren soll. Die Schrift, wie Sie wahrscheinlich wissen, ist erfunden als Quittungswesen. Es gab keine Gründe, irgendwas anderes aufzuschreiben als Quittungen zunächst mal. Und eine Quittung ist etwas, was Sie aus der Vergangenheit durch eine Gegenwart in eine Zukunft transportieren können, um morgen jemandem zu sagen, hör mal, ich habe dir gestern zwei Oliven, Olivenurnen gegeben, die kriege ich morgen von dir zurück. Der Künstler in der antiken Gesellschaft ist jemand, der es mit der Frage zu tun hat, wie geht man mit einer in die Zeit explodierten Gesellschaft um? Und Sie kennen die beiden großen Antworten darauf, Tragödie und Komödie. Komödie heißt, wird schon nicht so schlimm werden. Tragödie heißt, dich werden in der Zukunft Dinge erreichen, die aus einer Vergangenheit kommen, denken Sie an Ödipus, aus deiner Vergangenheit kommt, an der du zwar beteiligt warst, ohne es aber zu wissen.
Ja, Kunst bearbeitet Zeitprobleme von Vergangenheit und Gegenwart und tut das natürlich bis heute. Dritte Medienepoche, die Medienepoche des Buchdrucks. Ich habe diese kleinen Bildchen mitgebracht, die helfen nicht wirklich, aber ein kleiner Verweis auf Bilder wird nicht schaden. Es ist dort die Buchpresse abgebildet, unten links, da auch. Die Buchpresse abgebildet, unten links. Die Buchdruckgesellschaft, müssen Sie sich eine Gesellschaft vorstellen. Und wie gesagt, wir fangen gerade erst an, dafür eine richtige Vorstellung zu gewinnen. Also eine Gesellschaft vorstellen, in der Leute anfangen zu lesen. Manche Leute fangen auch an zu schreiben. Und ernst zu nehmen, was sie gelesen haben, ohne wirklich überprüfen zu können, welchen Wahrheitscharakter das eigentlich hat, was da gelesen worden ist. Ja, lesen Sie die Anfangsseiten von Kants Frage, was ist Aufklärung? Da werden Sie das Erschrecken eines Gelehrten studieren können, der sich fragt, um Himmels Willen, wie gehen wir mit diesen Leuten um, die Bücher lesen oder Flugblätter lesen oder Schulzeugnisse lesen, sich davon beeindrucken lassen, keine Möglichkeit haben zu kontrollieren, ob das wahr oder falsch ist, was sie da gelesen haben, und dann auf die Straße gehen und daraufhin irgendwelche Revolutionen fordern, ja, die Reformation, die Demokratie, die Schulbildung für alle, ja, ohne das jemals getestet zu haben. Man muss sich die Buchdruckgesellschaft in einem ähnlichen, maximalen, experimentellen Zustand vorstellen, in den ersten 200, 300 Jahren, wesentlich langsamer getaktet, als wir das heute sind, wie wir das im Moment auch mit unserer Gesellschaft erfahren, einen experimentellen Zustand. Was war Kunst in der modernen Gesellschaft? Was war der autonome Künstler in einer modernen Gesellschaft, der voll und ganz eingebunden war in all das, was diese Gesellschaft zu bieten, zu fordern, abzulehnen oder sonst wie, ich bleibe bei dem Wort, zu bieten hatte? Ja, Sie kennen alle das Wort und ich begrenze mich wirklich auf das eine Schlaglicht, der Künstler war genial. Aber was ist ein genialer Künstler? Ein genialer Künstler ist zunächst mal jemand, der seine Autonomie behauptet. Also wer kopiert, kann schon nicht mehr genial sein, kann aber auch nicht autonom sein, weil er sich mit seiner Kopie an das bindet, was er kopiert. Ein genialer Künstler wäre aber nicht genial, wenn ihm nicht zu bestimmten Sachverhalten der Gegenwart, denken Sie an Goethes Dramen, Verzeihung bitten für diese gängigen Beispiele. Wenn ein Künstler wäre nicht genial, wenn er nicht voll und ganz auf genau das reagieren würde, was auch andere Menschen in derselben Gegenwart beschäftigt, in der er sich bewegt. Mit einem sozusagen genialen Überschuss, ja, mit einem Akzent, der sagt, ja, uns alle beschäftigt die Frage, ob das Geld nicht eine Welt zerstört, die einmal schön gewesen ist, Faust 2. Ich zeige euch, ja, welche teuflischen, aber möglicherweise auch zu bannenden Momente dahinter stecken, wenn wir in einer Welt leben, in der das Geld qua Sorge, die das Geld produziert, die Schönheit zerstört. Ja, einer der großen Sätze aus Faust 2. Ja, der Künstler ist genial in diesen beiden Momenten, ja, der Behauptung einer eigenen Autonomie. Ich bin es, der dieses Drama schreibt. Und in dem Verweis darauf, dass er mittendrin steckt in der Welt, die er zu bearbeiten versucht. Und nun haben wir die vierte Medienepoche. Und ich könnte die ganze Geschichte immer wieder neu erzählen, indem ich sage, welche jeweiligen Herausforderungen, auf die vorherige Gesellschaft nicht vorbereitet war, mit jedem neuen Medium einhergehen. Ja, ich erspare Ihnen das. In der vierten Gesellschaft, ich habe hier diese berühmte, Herr Trochmann kennt das, die berühmte Architektur des Computers, die von Neumann einmal aufgemalt hat, das stimmt schon lange nicht mehr, ist in groben Zügen aber trotzdem noch richtig aufgemalt. Die digitale Gesellschaft, die digitalisierte Gesellschaft, ist eine Gesellschaft, in der erstmals Maschinen eine Rolle zu übernehmen beginnen, die wir nicht mehr als kontrollierbar im klassischen Sinne verstehen können. Die digitalisierte Welt ist eine Welt, in der Maschinen ein Gedächtnis haben, das reichhaltiger ist als jedes menschliche, in der Maschinen über Algorithmen verfügen, die schneller sind als jeder bewusste oder auch kommunikative Vorgang und in der Maschinen in der Lage sind, untereinander eine Konnektivität, eine Vernetzungskultur, Vernetzungspraxis, Vernetzungstechnik zu entwickeln, die über das, was menschliche Vernetzungspraktiken jahrhundertelang gewesen sind, weit hinausgeht. Marshall McLuhan, den man an dieser Stelle zitieren muss und kann, sagte, dass die eigentliche Herausforderung dieser Gesellschaft, in der wir jetzt leben,
dieser digitalisierten Gesellschaft, für ihn noch die elektronische Gesellschaft. Die eigentliche Herausforderung darin besteht, dass wir es mit im Prinzip instantanen Verbindungen zu tun haben. Mit im Prinzip sozusagen in Lichtgeschwindigkeit laufenden, über den ganzen Globus laufenden Verbindungen. Das stimmt, die Instantaneität, das heißt das Unterlaufen von, sage mal, Filtern, Sperren, Mauern, wie es die Nation zum Beispiel ist. Ja, ein nationaler Zusammenhang, wir haben das im Moment vor allem als Defizitbeschreibung, ein nationaler Zusammenhang ist ein Zusammenhang, in dem man den Effekt von anderen nationalen Entwicklungen bremsen kann, durch die Grenze zwischen den Nationen. Ja. Ein Markt ist ein Markt, nicht der, den jederzeit betreten kann, wie uns die Ökonomen immer zu erzählen versuchen, sondern der durch einen hohen Organisationsgrad davor geschützt ist, dass jedermann auf ihm anbieten oder nachfragen kann. Wir hatten eine ganze Reihe von modernen Institutionen, das Recht als Verzögerungszusammenhang allererster Güte. Wir hatten eine ganze Reihe von modernen Institutionen, die vor allem Verzögerung, Abstand, ja, Kontrolle dessen, was dort hinten passiert und was mich nicht beeindrucken muss, produzieren. All das wird von instantanen Verknüpfungen unterlaufen. Und man kann eigentlich sagen, also ich sage das zumindest gerne, dass diese Herausforderung der Instantaneität, ja, vielleicht kleines Beispiel, Sie fangen eine neue Liebesgeschichte an, ja, kriegen Bilder ihres Liebespartners oder ihres Verehrten auf den Bildschirm und machen den Fehler, währenddessen ein klein wenig auf welcher Plattform auch immer zu surfen und sehen neben den Bildern ihres Partners andere Bilder von Menschen, die mindestens genauso schön, wenn nicht sogar noch schöner sind als ihr Partner. Das konnte man früher auch, werden Sie jetzt sagen, Bilder vergleichen. Man braucht ja nur eine Zeitschrift aufzuschlagen. Aber jetzt sehen Sie es laufend. Ja, versuchen Sie auf einem einzigen Bildschirm das, was Ihre persönlichen Informationen, Ihr persönliches Interesse, Ihre persönliche Faszination, Ihr eigenes Gedächtnis ist, von dem zu trennen, was andere interessiert. Von unseren Kindern erfahren wir, dass die Hauptschwierigkeit des Betreibens eines Facebook-Accounts darin besteht, die laufende, überfordernde Faszination durch das tolle Leben, das die anderen führen, umzusetzen in den Versuch der Suche nach Fotos, die man präsentieren kann, damit man diesem Konkurrenzdruck auch nur einigermaßen gewachsen ist. Ja, das meine ich mit instantanen Verknüpfungen, die uns laufend mit einem Kontingenzüberschuss unseres eigenen Lebens konfrontieren und insofern mit einer neuen Gesellschaft konfrontieren. Ja, das sind die vier Medienepochen, zu denen man sehr, sehr viel und sehr, sehr lange reden könnte, Herr Hildehaus. Ich komme aber eher zu den beiden wesentlichen Punkten, die aber auch kürzer gefasst werden können, weil Sie jetzt wissen, worauf es ankommt. Erster Punkt oder erste Konsequenz, wir brauchen einen neuen Technikbegriff. Man kann die Art und Weise, wie sich die antike Gesellschaft und die moderne Gesellschaft auf Technik eingelassen haben, als Form der Kontrolle von kausalen Verbindungen, von Ursache und Wirkungen, ja, die durch bestimmte Containment-Mechanismen, wie zum Beispiel ein Kraftwerk, ein Schiff, ein Zug, Eisenbahnanlagen, durch bestimmte Containment-Anlagen werden kausal kontrollierbare Entwicklungen geschützt vor dem Rest der Welt, ja, sodass man kontrollierbare Abläufe einrichten kann. Vom Rasierapparat, den wir morgens verwenden, über das Anstellen des Wasserhahns bis zu den Hochtechnologien, die unser modernes Leben ausmachen. Die sind alle nicht trivial. Sie sehen oben links Input, Transformationsfunktion F und oben rechts auch und Output Y durch triviale Vorläufe gesteuert waren. Auf einen spezifischen Input namens X kann man mit einer spezifischen Transformationsfunktion namens F so reagieren, dass mit Sicherheit Y passiert, wenn die Maschine nicht zwischendurch kaputt geht. Was sie Gott sei Dank häufig tut, sonst wären Ingenieure unterbeschäftigt. Diese Trivialmaschine ist der Traum der Antike und der Traum der Moderne und die Grundlage unserer Gesellschaft. Ja? Sogar so weitgehend, dass wir versuchen, an all den Stellen, wo wir Verlässlichkeit auch im außertechnischen Zusammenhang brauchen, danach suchen, Trivialisierung einzuführen. Zum Beispiel unsere Schulen, ich weiß nicht, ob ich das in diesem Hause sagen darf, unsere Schulen sind natürlich Versuche der Trivialisierung von Fantasien von Jugendlichen, denen gesagt wird, du kannst da draußen so fantasievoll sein, wie du willst. Hier verlange ich von dir eine Antwort auf die Frage, was ist 2 plus 2? Eine, bitte nicht 2, 3 oder 4.
Ja, von Heinz von Förster gibt es deswegen die große CD-Sammlung unter dem Titel 2x2 ist grün, ja, weil er sich Leute wünscht, die auch das mal sagen können. Ob es stimmt, ist eine andere Frage. Ja, unsere Ehepartner, ja, wenn wir abends nach Hause kommen, wollen wir wissen, wo sie sind. Müssen nicht sein, muss nicht heißen, dass sie zu Hause sind, aber wir wollen wissen, wo sie sind. Das heißt, wir trivialisieren sie. Und was noch schlimmer und vielleicht auch schöner ist, wir trivialisieren uns selbst, damit wir berechenbar werden für die Freunde, die Partner, die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten. Ja, also dieser scheinbar harmlose Technikbegriff, triviale Maschine, ist das Phantasma unserer Gesellschaft. Bisher. Und jetzt bekommen wir es mit nicht trivialen Maschinen zu tun, ein Modellbild von Heinz von Förster. Das müssen Sie jetzt nicht genau entziffern, was da drin steht. Wichtig ist nur, dass Sie nach wie vor das X haben, ein Input, der in einer Blackbox verarbeitet wird, nach wie vor mit einer Transformationsfunktion. Aber es gibt zusätzlich eine Zustandsfunktion, die die Transformationsfunktion darüber informiert, mit welchem Y, und jetzt gibt es eine ganze Palette von Möglichkeiten, sie reagieren soll. Stellen Sie sich einen Rasierapparat vor, den Sie 3 Jahre aus dem Badezimmerschrank nehmen, einschalten, verwenden, wieder zurückstellen, und der am ersten Tag des 4. Jahres sagt, mich langweilt dieses dauernde rasiert werden müssen von dir, wir machen mal was anderes. Das wäre eine nicht triviale Maschine. Ja? Oder stellen Sie sich einen Hund vor, ja, den Sie treten, damit er irgendwie Ihnen aus dem Weg geht und der seinen Zustand abruft, der schon begreift, ich werde hier nicht gewollt, seinen Zustand abruft, wütend wird, aggressiv wird, beißt. Auch das wäre eine nicht triviale Maschine. Ja? Und schauen sich Ihre eigenen Kinder an. Ja, schauen sich Ihre eigenen Kinder an, bei denen Sie, da mache ich jede Wette, in dem Moment, in dem Sie merken, von diesen Kindern kommen, aus welchen Gründen auch immer, was weiß ich, Überversorgung durch den Kindergarten oder Überversorgung durch bestimmte kontrollwahnsinnige Lehrer, bei denen Sie darauf achten, dass die mal mit irgendwelchen Reaktionen rüberkommen, die bisher noch nicht da gewesen sind. Ja, wo Sie sozusagen Ihre eigenen Kinder enttrivialisieren, weil Sie merken, oh, das geht aber jetzt in eine verdammt disziplinierte, brave, überraschungsfreie Richtung. Ja, also erstens, wenn die Maschinen selber zunehmen, das ist sehr, sehr umstritten, Herr Turkmann weiß darüber wesentlich mehr als ich, sehr umstritten, wie weit das schon ist, die Maschinen selber, sobald sie elektronische Steuerungselemente enthalten, kommen in diesen Zustand der Enttrivialisierung, und zweitens fangen wir hier und da auch an, uns unsere eigenen gesellschaftlichen Partner als enttrivialisierungsfähige Maschinen vorzustellen. Deswegen, letzter Kommentar, ich habe kein besseres Beispiel gefunden, andererseits ist es ein absolut großartiges Beispiel. Was macht jetzt die Kunst? Was ist autonome Kunst in Zeiten der Digitalisierung? Das ist ein Film, den ich Ihnen nur empfehlen kann. Ich weiß, Ihnen kennen ihn auch nur dank einer Initiative von Wittner Studenten, die ein Kino gefunden haben in Witten, in dem man diesen Film, einen 3D-Film von Godard vorführen kann. Adieu, au langage, auf Wiedersehen, liebe Sprache. Ja. In diesem Film, jetzt müsste ich weiter ausholen, kann ich aber nicht mehr, eine Minute. In diesem Film geht es darum, die 3D-Technologie dazu zu nutzen, Räumlichkeit im bildlichen Eindruck, im Kino herzustellen. Klar, das macht jeder 3D-Film. Godard hat aber die beiden Kameras, die man dazu verwendet, um Räumlichkeitseffekte herzustellen, in eine gewisse perspektivische Verschiebung gebracht, sodass sie in dem Kino sitzen mit den 3D-Brillen drauf und dauernd das Gefühl haben, hier stimmt irgendwas nicht. Ja, die Perspektiven stimmen nicht wirklich. Es gibt im Zentrum steht ein Liebespaar, das sich annähert, das sich entfernt. Man kriegt zunehmend das Gefühl, da ist keine Luft zwischen diesem Liebespaar, sondern da ist irgendeine galertartige Masse. Ja, die werden vom Raum, wie wir ihn hier miteinander teilen, Sie haben darüber gesprochen, Herr Elterhaus, sie werden vom Raum nicht in einer gemeinsamen Situation gehalten, sondern sie werden von der Luft eher getrennt. Von der Dreidimensionalität des Raums eher getrennt und dann plötzlich auch wieder zusammengebracht durch eine magnetische Wirkung, von der man auch nicht genau weiß, wo kommt sie jetzt her. Das können Sie in diesem Film erleben. Punkt. Was machen also autonom-heteronome Künstler in der digitalen Gesellschaft? Sie arbeiten mit maschinellen Effekten, die uns deutlich machen, erstens in welchem Ausmaße wir auf die nicht maschinelle Welt angewiesen sind, in der wir analog nach wie vor leben wollen und uns am wohlsten fühlen. Zweitens, sie bringen den Kontrast zwischen der analogen Welt und der digitalen Welt auf den Punkt und sagen, schau mal, so schlimm ist es gar nicht.
Oder schau mal, es ist viel schlimmer, als du es dir vorstellen kannst. Ja? Um sozusagen den Kontrast von beiden Seiten, der positiven oder der negativen Seite her zu schärfen. Und sie, und das ist in diesem Film schön zu erleben, sie zeigen, dass es bestimmte maschinelle Möglichkeiten gibt, uns in eine Erfahrung und Wahrnehmung von Wirklichkeit zu bringen, die unsere perspektivische Welt der Moderne, unsere fanatisierte, aber das ist kein Wort, das man in so einem Zusammenhang sagen darf, unsere perfektionsfaszinierte Welt der antiken Kunst, Praxiteles, ja, die Faszination durch Perfektion, Komödie, Tragödie, die Faszination durch perfekte Abläufe, in einen unglaublichen Abstand bringt. Ja, sie erleben keine Komödien und keine Tragödien mehr, wenn sie in eine aktuelle Performance gehen. Sie erleben kein geniales Individuum, wenn sie nach einem aktuell arbeitenden Künstler suchen. Sie erleben Virtuosen im Umgang mit Maschinen. Sie erleben Virtuosen, die aus Maschinen selbst so etwas wie menschliche Freiheitsspielräume des Handelns machen. Und sie erleben Künstler, die immer wieder neu die Frage aufwerfen, wie weit ist der Mensch selbst maschinisiert? Wie weit entgeht er den Trivialisierungsfallen, die er sich selbst gebaut hat? Und wie weit gelingt es ihm vielleicht doch, sich zu enttrivialisieren? Und mit dieser Brille würde ich Sie gerne einladen, sich die weiteren Kommentare, die wir haben, anzuschauen und anzuhören. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Professor Becker, auch für die zuletzt ausgesprochene Einladung. Auch wenn Sie am Anfang gesagt haben, Sie wünschen sich, dass vertiefende Fragen doch eher in die nächsten Vorträge kommen, frage ich Sie jetzt, gibt es jetzt schon Fragen oder Anmerkungen, die Sie unbedingt jetzt gerne loswerden würden? Herr Professor Becker steht noch hier und würde die bestimmt dennoch kurz beantworten. Ja, bitte sehr. Ja, eine wunderbare Frage. Wir haben ihn hinter uns und wir haben ihn vor uns. Wir haben ihn hinter uns, weil der entscheidende Punkt war ja die Einführung der Elektrizität, also die Einführung dieser Instantaneität. Wenn man sich die Jahre um 1890 bis 1910 anschaut, wenn man sich anschaut, wie dann spätere Künstler wie Malevich und vor allem die Filmkünstler darauf reagieren, dann hat man in diesen 20 Jahren zwischen 1890 und 1910, vielleicht bis 1920, fast alles an Semantiken der Bearbeitung einer nicht mehr modernen, nicht mehr vernünftigen Welt vor uns, woran wir heute noch knabbern. Es gibt ein Buch von Asendorf, das heißt Christoph Asendorf, Ströme und Strahlen, da finden Sie exakt, also fast eins zu eins eine Beschreibung, die wir für unsere Welt benutzen könnten. Wir haben aber die Einführung des Computers erst 1945 und wir haben die Einführung des Internets erst 1989, 90, wie Sie es nehmen wollen. Das heißt, die kulturelle und strukturelle Herausforderung ist 100 Jahre alt, aber der Bearbeitungszeitraum der Gesellschaft läuft seit 100 Jahren und wird nach meiner unmaßgeblichen Einschätzung vielleicht in 30, 40 Jahren einigermaßen abgeschlossen sein, sodass man sozusagen in einer gewissen Breite sagen kann, es ist nicht mehr die Moderne, es ist die nächste Gesellschaft. Wir sind gespannt. Bitte schön. Unsere Kinder mit. Ich komme aus dem medizinischen Bereich und meine Frage ist folgende. Aber in meinem ersten Leben, sage ich so, hatte ich klassische Philologie und Philosophie studiert. Und ich habe immer die Frage, wie sind lebendige Wesen und diese lebendigen Wesen schaffen Zivilisation. In der Antike sehe ich von meiner Perspektive diese Zivilisation als anthropozentrisch. Wie kann man diesen Anthropozentrismus in der Entwicklung geschichtlich und kulturell anpassen in unsere moderne Zeit, wo diese triviale oder nicht triviale Maschine eine zentrale Rolle spielt? Ja, tolle Frage. die moderne Gesellschaft hat ein enormes Experiment unternommen, nämlich die sozusagen kommunikative Welt unter Ausschluss von allen anderen außer den Menschen zu gestalten. Wir haben Geister, wir haben Götter, wir haben Teufel, wir haben Tiere, wir haben Pflanzen.
alle aus dem Bereich der Kommunikation herausgeworfen, die vorher alle drin war und für viele Zeitgenossen von uns immer noch drin sind. Ja, jetzt fangen wir an, wieder einiges reinzuholen, die Maschine. Und jetzt denken wir plötzlich neu über Tierrechte nach. Ja, und wir werden auch irgendwann über das Recht von Tomaten nachdenken. Sie wissen, Tomaten werden umso röter, je intensiver man mit ihnen spricht. Ja, also die Tomaten reagieren auf Kommunikation, selbstverständlich. Ja, wenn sie die auf ihrem Balkon haben, ich habe das mehrfach ausprobiert, ja, wenn sie den Reifungsprozess beschleunigen wollen, müssen sie mit ihnen reden. Ja, die wollen sich angesprochen fühlen. Wir werden unsere kommunikative Sphäre wieder öffnen und werden sagen, okay, Menschen können da was, aber Tomaten können was, Maschinen können was und unsere Haushunde können auch was. Ja. Wunderbar, ich glaube, dann können wir direkt schon überführen in einen Bereich der Kunstpraxis. Da kommt auch schon einmal Angela Richter und Kai Voges. Und wenn ich euch beide schon mal hier auf die Bühne bitten darf, dann wäre das eine Freude. Dann kann ich euch noch kurz beide vorstellen. Und wir werden zwei kleine, kurze Impulsreferate hören über die gerade Arbeitspraxis. Und das ist sozusagen der Bereich, der uns natürlich interessiert hier in der Kunst, die Praxis vorzustellen, die auch hier im Lande viel Furore produziert hat, unter anderem Angela Richters Arbeit Super Nerds am Schauspiel Köln. Das nehme ich jetzt mal als exemplarisches Beispiel. Frau Richter macht Theater in Verbindung zwischen Performance und gesellschaftlicher Recherche. Und ihre Theaterabende entstehen häufig aus Interviews und Material, das sie auf intensiven Recherchereisen gesammelt hat und neu komponiert. Regiestudium in Hamburg und lange Jahre als freie Regisseurin unterwegs, arbeitet jetzt frei und aber auch unter anderem in Köln und war vor 2 oder 3 Wochen in der Volksbühne Berlin. Ein sehr aufsehender Auftritt und zwar in einem Gespräch mit Edward Snowden über einen Livestream, zusammen auch mit unter anderem Augstein vom Freitag. Insofern, da sind wir auch sehr interessiert, vielleicht können wir da gleich nochmal drauf zurückkommen. Der Vortrag, den Sie uns aber heute hier mitgebracht haben, Kunst in Zeiten der Massenüberwachung, beschäftigt sich wahrscheinlich mit der Arbeit, die Sie geleistet haben. Wir werden unterschiedliche praktische Beispiele bekommen. Herrn Voges stelle ich auch direkt vor. Herr Voges ist hier im Land bekannt als Intendant des Schauspiel Dortmund. Und Sie wagen in Ihren Arbeiten, in Ihrer Intendanztätigkeit eigentlich einen Schritt, den kaum jemand in der Republik hier insgesamt wagt, nämlich die Verknüpfung, die Schnittstelle zwischen Theater, Film und digitalen Medien zusammenzudenken mit der Realität des Theaters, mit dem Umfeld des Theaters, mit den Figuren des Theaters und brauchen aber dadurch auch komplett andere Strukturen. Darüber werden wir ein wenig erfahren und darüber freue ich mich sehr. Sie haben verschiedene Preise gewonnen, das tun erfolgreiche Menschen. Einen muss ich trotzdem nennen, das ist nämlich ein Filmfestival in Los Angeles im Bereich Experimental Film. Das finde ich schon bemerkenswert für einen Theaterregisseur. Und Ihr Titel Ihres Vortrags ist Theater für die digitale Moderne. Und da, glaube ich, stellen Sie uns ein paar ganz praktische Beispiele und Fragestellungen vor, an denen Sie in Zukunft arbeiten werden und die vielleicht für alle Beteiligten hier im Land auch von Wichtigkeit sein können. Insofern wird es ganz praktisch und real und ich freue mich sehr. Wir lassen Sie jetzt einfach frei laufen und werden Sie einfangen, aber das wird dann nur zeitlich bedeuten. Okay, vielen Dank. Okay, dann fange ich mal an. Also ich werde jetzt ein bisschen das Projekt beschreiben, von dem gerade die Rede war, Super Nerds. Und das war ein Projekt, was sich von meinen vorherigen Arbeiten, die auch auf Recherchen basiert haben, insofern unterschieden hat, als es über die normale Theaterpraxis hinausging. Also Schauspieler stehen auf der Bühne und spielen und erzählen etwas. Und in meinem Fall waren das meistens Interviews, die ich geführt habe mit unterschiedlichen Leuten. Zum Beispiel auch Julian Assange, von WikiLeaks. Und dabei ist mir dann irgendwann aufgefallen, dass das eigentlich nicht mehr reicht. Ja? Und als ich dann auch noch Edward Snowden kennengelernt habe, den ich auch 2-mal in Moskau besucht habe, vor einem Jahr und jetzt im März noch einmal, er hat mich im Prinzip dazu inspiriert, zu versuchen, die Massenüberwachung erfahrbarer zu machen. Also nicht nur darüber zu sprechen, weil das tut er ja auch schon, und auch nicht Schauspieler einfach das nachsprechen zu lassen, was er mir darüber erzählt hat, weil es
mit der Massenüberwachung eine ganz schwierige Sache ist. Das ist sehr abstrakt, also es gibt auch keine Bilder dazu im Kopf. Also selbst der Klimawandel, ja, da, selbst dazu kann man sich was vorstellen. Man kann sich irgendwelche Naturkatastrophen vorstellen, Flüsse, die über die Ufer gehen und so weiter. Aber Massenüberwachung ist einfach wahnsinnig abstrakt. Und deshalb hatte ich eben den Versuch gemacht, mit diesem Projekt es möglichst für die Zuschauer auf eine Art erfahrbar zu machen, wie das normalerweise eben im Theater nicht ist. Und natürlich kann man dadurch auch nicht viele, normalerweise das Theater arbeitet ja auch mit Emotionen, ja, also das sehen wir auch bei klassischen Stücken, bei Shakespeare und so weiter, das kennt wahrscheinlich jeder Theatergänger, dass man eben, das eigentliche Material ist ja die Emotion, die sich zwischen Zuschauer und Schauspieler im besten Fall halt herstellt. Bei abstrakten Themen ist das ungleich schwieriger, ja, das ist schwierig, da Emotionen irgendwie eruieren und auch überhaupt herzustellen. Deshalb habe ich einen Versuch gemacht und ich hatte das große Glück, auch mit dem WDR, den WDR als Partner zu gewinnen und gleichzeitig auch mit einer Produktionsfirma in Berlin. Und das waren unterschiedliche Komponenten, also das Stück bestand hauptsächlich aus drei Komponenten. Das war einmal eben das eigentliche Theaterstück, das eben klassischerweise auch die Texte beinhaltete. Ich habe Whistleblower interviewt, also nicht nur Edward Snowden, sondern auch Daniel Ellsberg, der die Pentagon Papers unter Nixon veröffentlicht hat und dazu beigetragen hat, dass auch der Vietnamkrieg beendet wurde. Er ist ein bisschen der Urvater der Whistleblower, aber auch Thomas Drake, der auch schon ein NSA-Whistleblower war, ähnlich wie Edward Snowden, und diversen anderen Leuten. Und das war der erste Teil, der auf der Bühne stattfand. Dann gab es parallel eine WDR-Sendung, auch direkt sozusagen nebenan, das wird man jetzt auch gleich auf dem Video sehen. Sozusagen, wir haben eine Sendung produziert, die parallel zum Theaterstück stattfand und auch gleichzeitig um 7:45, zum Glück zur besten Sendezeit, auch gesendet wurde live. Und die dritte Komponente ist ein sogenanntes Sudden Life Game, was wir mit der Hilfe von einer Programmierergruppe, auch ein paar Hackern und auch unter Beratung von Edward Snowden direkt entwickelt haben. Also das ging eigentlich schon Wochen vor dem eigentlichen Theaterstück los, dass Leute sich online registrieren konnten dafür und dann Teil dieses Spieles geworden sind. Das haben 15.000 Leute gemacht, was für Theater eigentlich eine ganz gute Anzahl ist. Eine ähnliche Anzahl hatte zum Beispiel auch der Tatort, der natürlich viel mehr Leute noch normalerweise erreicht. Deswegen waren wir ganz froh um diese Anzahl. Die haben sich da registriert und ich selber habe mich auch registriert und habe, witzigerweise bin ich auch darauf reingefallen nach einer Weile, weil dieses System, das einen in eine Art Spiel reinzieht, sehr raffiniert ist und auch variabel und auch individuell ein bisschen sich angepasst hat. Also wir hatten am Ende dann sogar Kritiker der Theaterabteilungen aus dem Feuilleton, die anriefen in Panik und sagten, da ist was schiefgelaufen und ich stehe jetzt auf einer No-Fly-Liste angeblich und nächste Woche wollte ich mit meiner Frau nach Amerika. Und also es war ein ganz raffiniertes Spiel, um den Leuten so ein bisschen die Massenüberwachung und die Gefahren näher zu bringen. So, das war die dritte Komponente und dann fand eben innerhalb dieser dritten Komponente auch ein sogenanntes Live-Hacking von Leuten im Theater statt. Also wir haben uns sozusagen in die Telefone, die die Leute dabei hatten, live reingehackt. Also ein Beispiel ist auch, dass ich jetzt nicht zeigen werde, das würde den Rahmen sprengen im Video, aber wir konnten von einem Telefon zum Beispiel die Kamera aktivieren. Ja? Und die Person, dann haben wir das Publikum gebeten, mit allen ihren Telefonen ein bisschen rumzuwedeln und dann das Telefon in Richtung ihres Gesichtes zu halten. Und daraufhin wurde dann die Person, die gehackt worden ist, hinten auf der Leinwand gesehen. Und solche Spielchen, das hat den Leuten sehr viel Spaß gemacht, aber am Ende war man dann doch relativ erschrocken. Also sozusagen, dass das Telefon und der Freund und Helfer und der den Alltag erleichtert und alles viel bequemer macht, gleichzeitig sehr leicht in eine Wanze sozusagen verwandelt werden kann. Also dass wir uns eigentlich niemanden mehr brauchen, der uns bespitzelt, weil wir tun es ja bereits selber. Ja. Gut, ich zeige jetzt erstmal den Anfang des Stückes, der erzählt vielleicht auch ein bisschen aus der praktischen Sache und springe dann ein bisschen rum und hoffe, dass ich meine Zeit einhalten kann. Oh Gott, ich habe schon viel verbraucht. Ich hoffe, dass Sie dann einen kleinen Eindruck kriegen von dem, was da stattgefunden hat. Das ist nicht die Regel hier am Kölner Theater.
that's not what's happening normally in the theater here in Cologne. The audience had to pass through metal detectors. We had police dogs because the topic tonight is surveillance, is security, and safety comes first, right? Good evening, ladies and gentlemen. I'd like to welcome you to the Schauspiel Köln Theatre in Cologne. Tonight, we're going to see the premiere of the Super Nerds Theatre project. We'll have a very special night. I would like to welcome the audience at home and the audience in the theatre and on the radio, because tonight, TV, theatre and the internet come together. Tonight, we will see the premiere of the Super Nerds Theatre project directed by Angela Richter. At the same time, we will broadcast live from the TV studio and will bring to you a night of surveillance. You can also see the theatre project live on stream, on the live stream in the internet. So tonight we're talking about mass surveillance. And why are data even being collected in bulk? Why is everyone so interested in our data? Are they interested in storing everything? Do they want to get more control of what we're doing? And when did it all start? This is all closely connected to one special date. A date that you can probably all remember. A date that is burned into our memories. Also bis dahin, also ich stoppe jetzt an einer unangenehmen Stelle, aber sonst verlieren wir zu viel Zeit. Also das, da kommen jetzt sozusagen die ersten Aussagen der Whistleblower und dieses Datum, um das es natürlich geht, sie an, es vielleicht ist eben 9/11. Und die Anschläge und alles, was daraus resultiert hat, weil das ist tatsächlich der Punkt, an dem sozusagen die Massenüberwachung, also oder die Überwachung, die es auch vorher gab und die Arbeit der Geheimdienste vollkommen jegliche Proportionen gesprengt hat. Also das ist so der Sündenfall sozusagen. Und ich springe jetzt ein Stück weiter, um noch ein Beispiel zu zeigen. Wie wir mit dem Publikum umgegangen sind auch. Ich muss es nur eben finden, ja. Oh. And so we can have all mobile phones ringing. Achso, was ich nicht ich entschuldige mich dafür, das ist jetzt die englische Version, die wir extra für die Whistleblower angefertigt hatten und leider ist die deutsche nicht mehr verfügbar gewesen im Netz, deshalb muss ich jetzt die eigentlich für Edward Snowden gedacht war, zeigen, aber ich hoffe, dass sie trotzdem alles verstehen, also es ist nicht so kompliziert. Of all those people who live to the east of the River Rhine in Cologne. So all those people who live to the east. So I'm just going to listen in to the theater auditorium and maybe we'll hear a few mobiles ringing. Ja? Klingelt da was? Yep. A few are ringing. Falls nicht, würden wir aus dem Internet not, then sagen, it's not a bug, it's a feature. Yeah, we'd say it's not a bug, it's a feature. Fehler, sondern es ist geplant gewesen, it's, aber ich höre gerade, you know, das Telefon it's planned, Telefone klingeln. But I can hear that there are some mobiles ringing. Ihre Daten zum Klingeln bringen, but, sondern wir können, you know, das Ganze auch, we can't just make your mobiles ring. We can also have a look at what's going on. So we're going to switch to the other camera and have a little look at the theatre audience, at you, ladies and gentlemen, who are sat there in the theatre. And we'll see whose phones were ringing. And we can do this with a heat up. You probably know this from the weather forecast. So where you can see it's red, that's where people are sitting who live on the east side of the River Rhine in Cologne. And while we're at it, let's just try the other side. Wer von Ihnen alles let's find out who lives on the west wer of the river. Ist links neben so, Rhein who Rhein lives to the west of the River Rhine? Das sind deutlich mehr yeah, Telefone. A lot more phones. Um das Ganze auch noch mal visuell so, darzustellen, just to show you this visually again, we'll just have another look at a heat map. And we'll just wow see, yep. Ja, ja.
Okay, wir stehen unter Druck. Also das Nächste, was dann passiert, ist also auf ähnliche Art. Man sieht jetzt die Rechtsrheinischen und die Leute, die hier am Rhein wohnen, wissen ja auch immer, was da so läuft. Aber das Nächste war, wir haben danach auch noch die Telefone klingeln lassen von den Leuten, die aufgrund ihrer Schufa-Daten, die wir auch gehackt haben, keinen Kredit bekommen würden. Zum Beispiel, da wurde es peinlicher und dann später haben wir auch gesagt, so, jetzt lassen wir die Telefone klingeln von den Leuten, die in den letzten 24 Stunden Pornografie geschaut haben. Da war die Panik groß, wir haben das dann nicht gemacht, also wir haben es nur angedroht, weil wir wollten dann auch nicht jetzt sozusagen das machen, was wir selber eigentlich ablehnen, Leute bloßstellen und so weiter. Aber theoretisch ist es möglich. So, und ich springe jetzt nur ganz schnell an den Schluss, da haben wir eine Live-Schalte zu Julian Assange in die Embassy gemacht und ihn als 3D auf der Bühne erscheinen lassen. Ich zeige das nur ganz kurz, das war nämlich auch das erste Mal, dass ein 3D-Hologramm auf der Bühne stand, in Lebensgröße, und das war eigentlich auch ganz witzig. Wow, es ist schwierig. Well, it's difficult. It's very difficult for my family and my young children to be in a situation they need to be protected, as various death threats have been made against them and so on. Okay, damit mache ich Schluss. Ich wollte es nur sagen, und am Ende tätigt Julian Assange auch einen Anruf, in dem er alle Leute, die in Köln im Publikum saßen, auf einmal angerufen hat, und es haben um die 600 Handys geklingelt, und natürlich haben wir gesagt, jetzt seid ihr alle auf einer Watchlist, weil so funktioniert das eben. Also wenn ich angerufen werde von Julian Assange, dann komme ich sofort in einen engeren Überwachungskreis. Das wollten wir damit demonstrieren. Natürlich, wir haben sie zwar von London aus angerufen, aber es war nicht wirklich Julian Assanges Nummer, weil natürlich wollten wir nicht die Leute wirklich in Probleme bringen. Aber es war trotzdem, glaube ich, sehr erfahrbar, wie weit man gehen kann eben mit diesen ganzen Überwachungssachen. Und ja, das ist das. Und jetzt würde ich übergeben an meinen Kollegen, sonst dauert alles zu lang. Danke. Dankeschön. Ja, einen schönen guten Tag. Ich komme mal hier rüber. So. Danke für die Einladung, sehr geehrte Frau Kampmann, sehr geehrte Damen und Herren. Was Theater in der digitalen Moderne, darüber sollte ich sprechen. Und die Frage, die man natürlich am meisten gestellt bekommt, ist, was hat Theater mit der Digitalisierung zu tun? Das ist doch das ordentliche Medium. Da sind so die Bretter, die die Welt bedeuten. Da stehen Schauspieler drauf, die sprechen Text. Und alles verändert sich, die Arbeitsbedingungen verändern sich, die Ausbildungsverhältnisse ändern sich durch die Digitalisierung, die Wirtschaft ändert sich. Muss denn jetzt auch das Theater noch anfangen, sich zu ändern? Da ist die Frage, was ist eigentlich Theater? Was ist das Besondere an Theater? Ich muss so weit ausholen, warum machen wir eigentlich Theater und was ist das für eine Kunst? Ich glaube, das Theater ist eine spezielle Kunst, anders als die Literatur. Ich kann so machen vielleicht, so besser. Hallo, hallo. Das Theater ist eine besondere Kunst, anders als die Literatur oder die Architektur. Da hat man ein Buch geschrieben vor 200, 300 Jahren und das steht heute noch im Bücherregal. Anders aber mit der darstellenden Kunst. Die darstellende Kunst findet nur dann statt, in diesem einen Augenblick, wenn der Darsteller und der Zuschauer zusammen in einem Raum sind, live, und das heißt in der Gegenwart. Theater ist eine gegenwärtige Kunst. Und das ist das Tolle und das Besondere, weil sie ist flüchtig. Ein Theaterstück ist dann auch vorbei, wenn es dann gespielt worden ist, und dann kommt dann irgendwann ein anderes Theaterstück. Aber dieses Besondere, dass das Theater eine gegenwärtige Kunst ist, hat zur Folge, dass das eine Kunst ist, die auch Gegenwart permanent verhandelt. Die Menschen kommen aus der Gegenwart ins Theater, die Künstler auf der Bühne kommen aus der Gegenwart ins Theater und sie teilen diese Gegenwart miteinander. Und das war so ein schöner Vortrag gerade. Herzlichen Dank, Herr Becker. Da ist nämlich direkt die nächste Frage, wie Sie eben schon beantwortet haben. Was ist denn unsere Gegenwart? Wir befinden uns, und das kann ich gar nicht so schön erzählen wie Sie eben, Herr Becker, in einer Zeitenwende. Die Digitalisierung schafft ein anderes Bewusstsein, sie erzählt andere Geschichten und sie hat ermöglicht andere Formen. Seit Sommer 2010 bin ich mit meinem Team am Schauspiel Dortmund, und unsere Vision war und ist es, ein gegenwärtiges
Schauspiel für ein Publikum des 21. Jahrhunderts zu schaffen, ein Volkstheater für die digitale Moderne. Wie kann Theater das Menschsein heute und Themen wie Digitalisierung und Globalisierung künstlerisch reflektieren und hinterfragen? Wie kann politisches Theater zwischen Bühne, öffentlichem Raum und dem Internet heute gedacht werden und praktiziert werden? Die Digitalisierung, die Gegenwart, die uns umgibt, schafft und fordert neue Formen des Erzählens. Das heißt, wir leben in einer Welt, in der die Erzählung vom bloßen Körper nicht mehr ausreicht. Wir haben Beziehungen, die nur noch über Datenhighways laufen. Virtuelle Ereignisse, Finanzblasen explodieren. Menschen springen dann ganz real von der Brücke und sind dann real tot. Aber es ist ein virtuelles, eine Blase, die explodiert. Die Virtualität geht uns auf einmal an den Körper. Darüber, wie erzählt man da heute drüber? Wie erzählt man über die Gleichzeitigkeit des Ungleichens? Also, das fordert die Gegenwart von uns, neue Formen des Erzählens. Neue Methoden des Erzählens werden möglich. Wir können Dinge zur Hand nehmen, an die man überhaupt nicht gedacht hat. Ich glaube, es war so 1910, wo die ersten Mal ein bewegtes Bild auf der Bühne projiziert worden ist. Heute können wir Live-Filme capturen, sie senden und jetzt, wie bei Frau Richter gerade zu sehen, wir können selbst Handys live manipulieren in einem Stück. Also was für Möglichkeiten und neue Methoden des Erzählens sind überhaupt drin durch neue Technologien. Die neuen Technologien schaffen auch neue Wege der Partizipation. Das sind Möglichkeiten, auf einmal vielleicht sogar eine Demokratisierung mit dem Publikum zusammen zu erzählen oder neue Gesprächsführen und Darstellungsformen somit zu ermöglichen. Neue gesellschaftliche relevante Inhalte zur Gegenwart müssen erzählt werden. Inhalte, die die Gegenwart, Fragestellungen, die die Gegenwart mit sich bringt. Wie wird die jetzige und die kommende Gesellschaft aussehen? Wie werden wir mit der künstlichen Intelligenz umgehen? Haben wir da irgendwelche moralischen Paradigmen schon entwickelt? Wie gehen wir mit Überwachung um? Wie gehen wir mit Big Data um? Wie wollen wir mit Robotik umgehen? Das sind Fragen der Gegenwart, die im Theater diskutiert werden müssen, meiner Meinung nach, weil wenn wir im Theater als Ort der Gesellschaft nicht den Raum nehmen, dort den Diskurs zu führen, dann führt es Silicon Valley alleine. Und das dürfen wir uns, glaube ich, in Europa nicht nehmen lassen, dort gesellschaftlich mitzudiskutieren und vielleicht auch moralische Werte zu kreieren zur Digitalisierung. Die Digitalisierung, die Gegenwart, schafft neue Möglichkeiten der Kommunikation mit dem Publikum über soziale Netzwerke. Da sind wir dann beim Marketing, aber auch das ist natürlich für ein Theater sehr wichtig. Ich habe 5 kurze Beispiele, weil ich mich ja kurz fassen soll, wie das ungefähr in Dortmund aussieht. Ich kann Ihnen jetzt nicht 6 Jahre erzählen, aber hier sehen Sie den 2 Bilder vom Live-Code. Das ist eine ähnliche Sache wie Psychose 448 von Sarah Kane. Das waren 2 Stücke, wo wir Datenerhebung auf der Bühne gemacht haben. Wir haben bei 448 Psychose gesucht nach Spuren zwischen Biochemie, Psychologie und Poesie. Dafür haben wir Menschen, in dem Fall Schauspieler, an Rechnern angeschlossen und haben einen Mensch-Maschinen-Knoten gebildet, bei dem durch Körperdaten Musik, Videoart beeinflusst werden konnten. Das heißt, Schauspieler haben Poesie gesprochen, ihren Körper in Resonanz versetzt. Diese Resonanzen wurden abgetastet, umgewandelt durch Algorithmen und wieder als neue Musik
oder Lichtimpulse weitergegeben. Das war ein Forschungsprojekt und das ist dann auch Theater. Theater heißt umgehen lernen mit den Werkzeugen der Gegenwart, mit den neuen technologischen Errungenschaften, um durch den Umgang mit diesen neuen Technologien auch herauszufinden, was für Möglichkeiten oder vielleicht auch Gefahren steckt in ihnen. Also Theater in meiner Definition ist nicht nur ein Ort, wo man sich schön anziehen kann und was gucken kann, sondern es ist ein Labor für die digitale Gesellschaft, an dem wir ausprobieren können, wie vielleicht auch Zukunft gehen kann. Ein weiteres Beispiel ist kein Applaus-Tweet. Ich habe den Hamlet inszeniert. Der Hamlet entstand nach den Snowden-Enthüllungen und warf einen Blick auf Überwachung in einer Zeit aus den Fugen. Es gab eine Bühne, in die man nicht hineinschauen konnte. Helsingør war ein Überwachungsstaat. Und so wie der alte Polonius früher noch hinter dem roten Vorhang hing und lauschte, was der Hamlet so da von sich gab, weil Wissen ist Macht, so saß Polonius diesmal an einem Überwachungsbildschirm, konnte in jedes Zimmer reingucken und wir Zuschauer waren in der gleichen Position wie Polonius. Wir konnten alles sehen und waren mit allem vernetzt. Und die Frage war, sein oder nicht sein, virtuelle Welt, reale Welt, wo fängt meine Privatsphäre auf, wo fängt die an und wo hören meine Daten auf. Das war alles sehr plastisch erfahrbar. Es ging aber dann so weit, dass wir gesagt haben, wir sprechen die ganze Zeit über Überwachung, über Datenhoheit und gleichzeitig haben wir aufgefordert, am Ende keinen Applaus mehr zu machen, sondern doch seine Meinung per Twitter oder SMS kundzutun. Das wurde dann gemacht beim Schlussapplaus und wir hatten alle Telefonnummern von unseren Zuschauern und konnten dann nach dem Theater auch weiter mit den Zuschauern, oh Gott. Digitalisierung als Inhalt und Methode. Es gibt eine weitere kurze Sache, ich switch kurz durch, das goldene Zeitalter. Da ging es bei uns um Urheberrecht, Remix, Netzwerke, wie kann ich diese Themen, diese Netz in einer Netzerzählung einen Abend erzählen. Wir haben hier noch ein Beispiel, Storytelling via Social Media, dass wir sagen, ein Stück fängt nicht an, wenn der Vorhang aufgeht, sondern das Stück kann schon losgehen Wochen vorher. Wir haben ein Stück, die Die-Show gemacht, ein Spiel, was angeblich auf Dortmund Straßen stattfinden soll. Und wir haben Tag für Tag über Twitter, über Facebook berichtet, was bisher passiert ist. Und so konnten wir schon Geschichten erzählen, bis der Abend angefangen hat und auch darüber hinaus, dass wir nicht nur das Netz als Support für das Theater nehmen, sondern auch Livestreams zum Beispiel von unserem Theater hinein auf die heimischen Rechner machen konnten. Letzte Beispiel ist die Borderline-Prozession, die jetzt gerade Ende der letzten Spielzeitpremiere hatten, an 14 Orten gleichzeitig. Sie sehen jetzt hier auf dem Bild 7 gerade davon, auf der anderen Seite sind nochmal 7 Orte, spielen 23 Künstler gleichzeitig, 23 Schauspieler und die Zuschauer können entweder auf der einen oder auf der anderen Seite sitzen oder eine Kamera fährt permanent um dieses Objekt, um dieses Bühnenbild herum. Und man sieht die Gleichzeitigkeit des Ungleichen. Die Frau im Bett stirbt, daneben wird gerade ein Kind geboren. Der eine hat Liebeskummer und der dritte zieht in den Krieg. Diesen Gegenwartsschock, den die Digitalisierung mitbringt, dass auf einmal alle Nachrichten zur gleichen Zeit auf uns niederprasseln und wir eigentlich versuchen, wo ist das Ordnungssystem, nach dem es sich leben lässt, oder werden wir jetzt alle, kriegen wir ein Burnout vor lauter Komplexität. Das ist ein Abend über Komplexität und ein Versuch, vielleicht sogar über eine Meditation darüber auch damit umgehen zu lernen. Worauf ich hinaus möchte kurz ist, ich habe ja einen Traum und der Traum sieht so aus, seit 6 Jahren kämpfen wir sehr darum, dieses
Theater für die digitale Gesellschaft umzusetzen. Und wir kämpfen darum, dass wir Personal, gutes Personal kriegen. Wir haben neue Stellen eingerichtet im Theater, die vorher nie im Theater waren. Wir haben einen Programmierer angestellt, wir haben Videokünstler angestellt, wir haben Bastler, die technologische Roboter, die Roboter basteln können, haben wir zu uns geholt, sind auf einmal Teil von einem künstlerischen Kollektiv, von einem Ensemble geworden. Das braucht das Theater der Zukunft. Das Theater der Zukunft braucht Hardware und Software, weil die Bretter der Welt alleine nicht mehr reichen. Ich würde gern wissen, was das gekostet hat, euer Ding. Das ist ja unglaublich, diese Infrastruktur. Aber kannst du vielleicht sofort sagen, ich komme ganz schnell zum Schluss. Und ich glaube, neben dem der Hardware, der Software und der Menschen, die wir zusätzlich einstellen müssen, gibt es ein Problem. Wir haben in, ich sag mal, in ganz Deutschland überhaupt noch nicht verstanden, dass wir darstellende Künste und Digitalisierung zusammendenken müssen. Wir haben natürlich Hochschulen, die Computertechnologie, Robotik anbieten. Wir haben Theaterwissenschaften, wir haben Schauspielschulen, wir haben Kunstakademien. Aber das Problem eigentlich, dass das zusammengedacht wird als eins, die darstellende Kunst und die Digitalisierung und das einen Ort zu schaffen in Deutschland oder im besten Falle in Nordrhein-Westfalen oder im allerbesten Falle in Dortmund, einen Ort zu schaffen, wo gelehrt und geforscht werden kann, wie sieht die Kunst fürs digitale Zeitalter aus. Ich wünsche mir, dass wir eine Akademie für Digitalität und Theater in Dortmund gründen werden. Und dafür habe ich am 28. April, ja, da lade ich Sie ganz herzlich zu ein, die erste Konferenz für Digitalität und Theater. Wir wollen dort international vernetzt einen Austausch von Wissen, Technologie, Ästhetik, Theorie und Produktionsweisen für digital performative Künste machen, ein Symposium vorab und dann mal gucken, vielleicht kann aus diesem Symposium heraus eines Tages der Traum wahr werden, dass wir sogar eine Akademie dafür kriegen. Dankeschön. Danke Ihnen, ja. Ja, das klingt ziemlich interessant und ich glaube, mit dem Theater, so wie Sie es gesagt haben, mit dem Theater als Labor für die digitale Gesellschaft sind Sie ja schon angefangen, beides zusammenzudenken. Und Sie haben, glaube ich, schon ganz viele wichtige Fragen angesprochen, die in der Auseinandersetzung im Theater, im Kontext der Digitalisierung eine Rolle spielen sollten, so haben Sie es gesagt. Sie haben auch viele eindrückliche Beispiele dafür gebracht, genauso Sie, Frau Richter. Ihres fand ich nochmal besonders toll auch, weil ich selber in einem Verein bin, der sich für Bürgerrecht und Gegenüberwachung engagiert. Und mir hat es immer an diesen Bildern gefehlt, die Sie eigentlich gerade sehr, sehr eindrücklich gezeigt haben. Den Menschen zu sagen, bei dir ist eingebrochen und da ist der Fernseher weg, das sieht man irgendwie gleich. Aber wenn man irgendwie sagt, dein Smartphone ist gehackt worden und da gab es einen Datendiebstahl, dann ist es erstmal nichts, was man irgendwie sieht. Und deshalb waren das, wie ich finde, zwei großartige Beispiele, die zeigen, was Kunst in diesem Kontext tatsächlich auch bewirken kann. Und deshalb ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen. Und jetzt frage ich auch Sie nochmal, gibt es hierzu noch Fragen oder Anmerkungen? Möchten Sie wissen, wann Sie das nächste Mal ein Stück von Angela Richter besuchen können, um auch eingeblendet zu werden? Bitte schön. Ich habe tatsächlich eine Frage an Frau Richter bzw. überhaupt an die heutige Veranstaltung. Ich war in Supernerds und Supernerds hat komplett mein digitales Verhalten verändert. Ich war erschüttert, Sie haben mir die Augen geöffnet oder Ihr Stück hat mir die Augen geöffnet, aber ich kriege Seite in meinem Kopf nicht klar, wie kann ich Freiheit, was ja sozusagen die Grundfesten auch unserer Demokratie sind, wie kann ich Freiheit erhalten und schützen, wie kann ich auch die Rechte meiner Kinder schützen und wie kann ich trotzdem digital leben, digital nutzen, ein digital mündiger Mensch sein. Und es ist, ich bin fast schizophren geworden danach oder bin es eigentlich immer noch und bin
sehr froh, an so Nachmittagen möglicherweise auch Antworten zu finden oder eine Haltung zu bekommen. Ich habe sie seither nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Also genau. Okay, ehrlich gesagt war genau das Ziel. Ich bin ganz glücklich zu hören, wie es Ihnen geht. Also auch wenn ich natürlich Ihnen nicht gönne, dass Sie sich jetzt schizophren fühlen oder so, Gott sei Dank nicht im pathologischen Sinne. Das war genau das Ziel und ich bin hoch erfreut tatsächlich. Aber gleichzeitig, Sie haben vollkommen recht und ich befinde mich in dem gleichen Dilemma. Ja? Es gibt natürlich ein paar Tools, die man benutzen kann, um sich zu schützen. Ja? Das ist sozusagen, glaube ich, würde ich sagen, zivile Notwehr, sowas wie Verschlüsselung, Encryption und so. Da gibt es mittlerweile, es ist sehr viel erleichtert worden. Also wir können auch hinterher, kann ich Ihnen ein paar Sachen sagen, das zu benutzen. Das war sehr schwierig. Aber selbst jetzt Edward Snowden, wir haben genau mit ihm letzten Donnerstag darüber geredet, wo viele Leute meinten, das Problem ist, wenn ich selber PGP-Verschlüsselung für meine E-Mails nehme, macht aber das Gegenüber nicht mit. Und dann hat Edward Snowden gesagt, dann schicken Sie allen Leuten immer nur verschlüsselte E-Mails. Irgendwann sind Sie gezwungen, sich auch das einzurichten, damit Sie überhaupt noch was lesen können. Ne? Das ist die eine Sache, aber ich verstehe im Weiteren auch, was Sie meinen mit dieser Verzweiflung dran, auch, dass man ja gar nicht mehr weiß, was da eigentlich los ist, weil die Sache unter Kontrolle ist. Und das ist sie natürlich auch, das stimmt. Und ich glaube, da müssen Gesetze und Politik auch reinkommen. Mhm. Und dazu gehört aber auch erstmal, dass Leute sich so fühlen wie Sie und sagen, Moment, das reicht jetzt. Ja? Also man sieht, wie viele Leute auf die Straße gingen wegen TTIP zum Beispiel. Niemand geht auf die Straße wegen Massenüberwachung oder eben nur wenige, zu wenige. Ja? Und das ist aber vielleicht auch ein Prozess, der länger dauert. Also vielleicht muss auch eine furchtbare Partei an die Macht kommen, die erstmal diese ganzen Sachen richtig nutzt. Ja? Also wenn man sich vorstellt, dass das Instrumentarium, das jetzt überhaupt da ist, ja, an Überwachung, fällt in die Hände von einer rechtsradikalen Partei. Nehmen wir mal an der AfD. Ja. Was passiert dann? Oder ganz banal, dass wir in der Zukunft vielleicht keine Krankenversicherung kriegen, weil unsere gesamten Daten gleich automatisiert weitergeleitet werden, man nichts mehr geheim halten kann. Was ist mit Richtern? Sind die noch unabhängig? Wenn sie überwacht werden, ist das noch Demokratie und so weiter? Ja? Also all das ist in diesem Dilemma enthalten. Und da, glaube ich, muss einerseits das Bewusstsein geschärft werden in der Bevölkerung und gleichzeitig ist die Politik, Gesetze sind gefragt und so weiter. Ja? Genau, also da kann ich mich nur anschließen. Ich glaube auch, dass Politik noch stärker da dran gehen sollte und Unternehmen noch stärker regulieren sollte. Wir haben jetzt eine europäische Datenschutzgrundverordnung, dass sie mit den Daten eben nicht alles machen können, was sie sich gerne wünschen. Ich meine, es gibt auch Waffen und auch die sind reguliert und zumindest an einigen Stellen funktioniert es ja auch ganz gut. Und wo ich glaube ich, um einen Punkt vielleicht nur zu nennen, wo wir glaube ich auch unbedingt ran müssen, das sind die AGBs von diesen ganzen Apps und von den ganzen Anwendungen, die es gibt. Sigmar Gabriel hat neulich mal gesagt, im Internet muss alles schnell gehen, aber um mir die AGB von irgendeiner App durchzulesen, da brauche ich erstmal 2 Tage. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Anwendungen da noch, wo wir als Politik noch aktiver werden müssen. Aber Frau Richter hat auch recht, solange es irgendwie keinen Menschen interessiert und solange niemand das auch einfordert, solange wird es auch immer schwieriger sein für die Politik. Deshalb glaube ich auch, dass das etwas ist, was wir gemeinsam schaffen müssen und was die Kultur dazu leisten kann. Das haben Sie ja gerade sehr, sehr eindrücklich geschildert. Jetzt habe ich noch 2 Fragen und dann würden wir mit dem nächsten Vortrag weitermachen. Erst Sie und dann Sie hier vorne. Frage an Frau Richter. Wo war die Überraschung größer? Dass es technisch alles möglich ist, dass da 600 Leute auf einmal erreicht worden sind oder dass es jemand auch macht? Weil meine These ist, deswegen halte ich es zwar richtig mit Verschlüsselung, aber Technik macht alles möglich. Bin ja überhaupt nicht mehr überrascht und die werden auch noch mehr machen können. Das heißt sozusagen, die Ebene mit Verschlüsselung und da rauszukommen, ist glaube ich eine Illusion, sondern der andere Ebene, dass es Menschen gibt, Geheimagenten, wer immer, oder der Staat an sich, die sozusagen diese Daten haben will, steuern will, dass da die politische Auseinandersetzung viel stärker sein muss, als über die Frage, sich über Technik zu unterhalten und das noch zu schützen. Das kann man und soll man auch tun, aber ist eine Illusion. Wer die amerikanische Fernsehserie kennt, 24, weiß, was sie alles machen würden, in welchem Detail, da muss man dann nicht überrascht sein. Also ich bin von solchen Sachen überhaupt nicht mehr überrascht. Okay, das war jetzt keine Frage, sondern eine Anmerkung, ne? Ja, okay. Ja. Ich stimme, ja. Eine Frage noch. Ja, mich würde interessieren, ich bin selber in der Softwareindustrie, mich würde interessieren, was ist denn jetzt eigentlich genau das Ziel, was wir erreichen wollen? Weil wir haben eine Globalisierung des Wissens
Und diese Globalisierung des Wissens erfahren wir als positiv. Mhm. Wir haben gleichzeitig natürlich auch eine komplexe Struktur, die immer mehr Menschen betrifft, ohne dass sie sie begreifen können. Mhm. Also wie können wir einerseits Vorsicht walten lassen, andererseits nicht in die Steinzeit zurückfallen, mhm. sondern diese globale Wissensgesellschaft weiter fördern, die ja unglaublich positiv wirkt auf der anderen Seite. Danke. Ja, ich stimme überein. Ich bin auch absolut dagegen. Irgendwann hat ja Hans Magnus Enzensberg gesagt, alle müssen die Handys wegschmeißen. Ich bin total dagegen. Also mein Leben ist extrem bereichert worden durch die digitale Welt, durch das Internet und von ganz vielen anderen Menschen ist es wundervoll. Ich finde es eine absolute Utopie. Gleichzeitig kann es aber nicht sein, dass es umfunktioniert wird in ein Überwachungsinstrument erster Güte. Ja? Also wie gesagt, einmal das politische Ding, Sie haben auch die AGBs erwähnt, die Unternehmen und so weiter und gleichzeitig glaube ich auch, dass es eben die Utopie geben muss, dass wir alle davon im positiven Sinne profitieren und gleichzeitig das Bewusstsein der Gefahren und des Missbrauchs, das jetzt gerade stattfindet. Ja? Und die Antwort ist nicht einfach, aber so, wie war jetzt nochmal die Frage, was man dagegen tun kann? Also, ja. Aspekt, wir wollen ja Globalisierung des Wissens. Ja. Wir haben Möglichkeiten, über Konflikte und Probleme informiert zu werden, in Echtzeit zum Beispiel, ja. was sehr gut ist. Wir bekommen ein globales Gewissen, wir bekommen ein globales Übersicht über bestimmte ja. Klimatologische oder sonstige Entwicklungen. Andererseits ist dieses Wissen natürlich schwerer und schwerer zu vermitteln, weil es. Genau, jetzt weiß ich wieder, ich wollte dazu sagen, es stimmt. Können wir das irgendwie so kanalisieren, dass es auch wirklich auch demokratisch funktioniert? Also es muss auch ein bisschen eine Öffnung geben in die Richtung, weil die meisten Leute haben, also jeder wendet die Technologie an, aber alle haben Angst davor, das überhaupt zu verstehen, weil es aber auch diese seltsame Behauptung gibt, dass es irrsinnig kompliziert ist. Das stimmt einerseits. Nicht jeder kann Programmiersprache lernen und vor allem dauert das alles irrsinnig lang. Ja? Gleichzeitig, und da ist Richard Stallman ein Beispiel dafür, also die Free Software Bewegung und so weiter, ist es eben trotzdem möglich, sich zu öffnen. Und ich sage auch immer, okay, wenn ihr es nicht versteht, dann bittet doch einen Geek oder einen Nerd, den ihr kennt oder die es auch gibt, die Crypto-Partys veranstalten, zumindest so ein Grund, Ausstattung einem zu erklären und so kompliziert ist es dann eben doch nicht. Also es gibt, glaube ich, auch eine ganz große Angst vor der Unwissenheit über Technologie und da müsste man eben auch rangehen und in Zukunft eben da diese Angst vielleicht auch zu bekämpfen. Es könnte keine bessere Überleitung geben, Entschuldigung, als zu dem Vortrag von Herrn Trogemann, weil das ist der Mann, den wir fragen können. Ich würd mich sehr freuen, wenn wir, ist das okay, Kai? Ja, das, wir sprechen uns ja gleich nochmal. Der Vortrag von Herrn Trogemann wird sich nämlich mit algorithmischen Realitäten frei und Spielräumen in der digitalen Realität beschäftigen. Er ist ausgewiesener Experte genau in der Frage der Technologie und ich glaube, diesen Dialog zwischen Kultur und Technologie, zwischen Gesellschaft, gesellschaftlichen Notwendigkeiten zu führen, das ist ein inhärentes und wahnsinnig wichtiges Thema. Er studierte Informatik und Mathematik, promovierte zum Thema Modellierung und Bewertung massiv paralleler Algorithmen. Er hat aber nicht nur in der Kunst Preise gewonnen bei der Ars Electronica und ist Professor seit 1994 für experimentelle Informatik an der Kunsthochschule für Medien in Köln, war dort auch mehrfach schon Prorektor. Und seine Forschungsinteressen umfassen Art and Design, Research, Interface Cultures und die Theorie der Artefakte. Er hat ein Standardwerk geschrieben, was in aller Munde ist für Menschen, die sich darin auskennen, Code und Material, über genau diese Fragen. Und wir haben, glaube ich, keinen besseren Experten, den wir uns hier wünschen können, zu genau diesen Fragen. Er ist aber auch unter anderem Mitglied des Kuratoriums des Fraunhofer Instituts für intelligente Analyse und Informationssysteme. Sie sind berufen, um genau zu einigen dieser Fragen erhellende, zumindest Ausführungen zu geben. Vielen Dank, Herr Trogemann. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir haben jetzt sehr viel gehört über, was wir die Oberfläche der Digitalität und der digitalen Medien nennen könnten, also unser Erleben dieser Technologie. Und ich wollte eigentlich einen Schritt zurück machen und zur Unterfläche dieser Technologie kommen, nämlich den Algorithmen, und wollte zu Beginn des Vortrags 5 Minuten darauf verwenden, in diesen Begriff, diesen komplizierten Begriff einzuführen, habe aber gemerkt, 5 Minuten, da kann man
nur fürchterlich scheitern. Trotzdem will ich es versuchen und gerne daran scheitern. Also wenn man Algorithmus, diesen Begriff, eingibt bei Spiegel, im Spiegel Online-Archiv und in diesem gesamten Archiv seit 1947 bis 2016 nach Algorithmus sucht, dann gibt es einen einzigen Eintrag vor 1980. Das ist ein Gespräch 1979, Spiegelgespräch mit mehreren Teilnehmern, an dem auch Heumer von Ditfurth und andere beteiligt ist. Ich meine, der Titel war Computer als Arzt und Richter. Also sehr weit vorausschauend wurde da diskutiert, wie sich die Computer in unserer Gesellschaft entwickeln werden. Wie ich meine, auch sehr fundiert diskutiert. Und bis 1990, wenn man dann weiter sucht, findet man genau 8 Artikel, in denen irgendwie das Wort Algorithmus vorkommt. Ab Mitte der 90er Jahre dann nehmen die Treffer stetig zu. Im Jahr 2016 gibt es alleine im Spiegel 110 Artikel, die sich entweder mit Algorithmen beschäftigen oder irgendwie zumindest Algorithmen erwähnen. Interessant fand ich daran, dass 1990 8 Treffer die digitale Revolution längst ausgerufen war und eigentlich auch das Informationszeitalter und Kommunikationszeitalter in aller Munde war. Aber offensichtlich dieser Begriff des Algorithmus, der dem Ganzen zugrunde liegt, noch vollkommen unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des allgemeinen Bewusstseins lag. Das fand ich interessant, obwohl eben dieser Begriff in der Informatik immer der zentrale Begriff war. Also wenn man der Informatik die Algorithmen wegnimmt, dann bleibt nichts, dann gibt es keine Informatik mehr. Gleichzeitig muss man auch, und das gehört auch zur Geschichte der Informatik und der Algorithmen, feststellen, dass die Algorithmen keine Erfindung der Informatik sind. Die Informatik gibt es in Deutschland gerade mal 50 Jahre. Die ältesten Zeugnisse von Algorithmen sind mehrere tausend Jahre alt. Das sind Verfahren wie das Sieb des Eratosthenes, das ein Verfahren ist, um Primzahlen zu berechnen, oder Verfahren, die Wurzel einer Zahl berechnen, oder Verfahren, die den größten gemeinsamen Teiler von 2 Zahlen bestimmen. Das sind alles Verfahren, mathematische Lösungsverfahren, die mehrere tausend Jahre alt sind. Und Sie alle haben auch in Ihrer Kindheit 4 Algorithmen gelernt. Deshalb gelernt und lernen müssen, weil wir heute in der Grundschule unsere Kinder, das ist die Trivialisierung, die wir vornehmen, jedes Kind muss die Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division von beliebig großen Zahlen am Ende der 4. Klasse können. Und dazu müssen sie nicht nur Kopfrechnen lernen mit kleinen Zahlen, sie müssen einen Algorithmus lernen, um 2 beliebig große Zahlen schrittweise mit Papier und Bleistift so miteinander in Beziehung zu setzen, dass am Ende das Ergebnis steht. Und wenn Sie sich daran erinnern, wie das funktioniert, versuchen Sie es, wahrscheinlich können Sie es gar nicht mehr, 2 beliebig große Zahlen zu dividieren, aber vielleicht erinnern Sie sich daran, dass man dazu nichts verstehen muss. Man muss nur den Algorithmus ausführen und auf wunderbare Weise steht am Ende das Ergebnis da. Das ist eines der wesentlichen Merkmale der Algorithmen. Der ihn ausführt, muss nichts verstehen. Und deshalb ist es möglich, eben Algorithmen, das Wissen steckt in den Algorithmen, so einfach auf Maschinen zu übertragen. Das ist schon einer der wesentlichen Mechanismen. Unser momentanes Verständnis von Algorithmen, das hat sich nicht besonders tatsächlich das allgemeine Verständnis in der breiten Bevölkerung, hat sich tatsächlich nicht besonders weit, in meiner Wahrnehmung zumindest, wegentwickelt von dem Denken, dass es dabei um Verfahren geht, die mathematische Probleme lösen. Und damit kann man sich's natürlich sehr, sehr einfach machen, weil man damit natürlich sagt, aha, mathematische Probleme, das ist was für Spezialisten, damit können wir das natürlich sehr schön wegschieben und müssen uns nicht damit beschäftigen. Das heißt, wenn wir dazu kommen wollen, dass sich mehr Leute damit beschäftigen, brauchen wir schon mal ein
allgemeineren, breiteren Begriff, worum es da geht. Und eine sehr allgemeine, ein sehr allgemeiner Definitionsversuch, worum es bei Algorithmen geht, der muss davon ausgehen, dass es sich bei Algorithmen nicht um eine Technologie handelt, sondern dass es sich dabei um eine Form des Denkens handelt. Es handelt sich um eine ganz bestimmte Form menschlicher Vernunft, nicht menschliche Vernunft im ganz Allgemeinen, sondern eine ganz bestimmte Form menschlicher Vernunft. Und diese Form der menschlichen Vernunft, die können wir tatsächlich externalisieren, also aus unseren Köpfen heraus externalisieren, zunächst mal semiotisieren bei der momentanen Technologie, also in Zeichen fassen und dann ganz einfach auf Maschinen übertragen. Und dort können wir sie dann laufen lassen und sie begegnen uns dann wieder als letztendlich die Ausstülpungen unseres eigenen Geistes. Wir interagieren also mit unserer, mit den Ausgeburten unseres eigenen Verstandes. Das ist also der wesentliche Mechanismus, der da stattfindet und der sehr, sehr grundlegend ist, weil nur ein solch allgemeineres Verständnis von Algorithmen ist uns eben auch erlaubt zu begreifen, warum Algorithmen im Moment diese Bedeutung erreichen und erlangen, die sie eben im Moment haben und sich kein Bereich menschlicher Aktivität im Moment mehr wirklich der Digitalisierung und dem algorithmischen Zugriff entziehen kann. Das diffundiert gerade, Algorithmen diffundieren gerade in alle Bereiche menschlicher Aktivität und das hat damit mit dieser Allgemeinheit eben zu tun. Und ein solch allgemeinerer Ansatz erlaubt es eben auch, Algorithmen zu verstehen, warum Algorithmen nicht nur die Basis bilden, etwa für Industrie 4.0, sondern weil der Begriff oder zumindest auch wenn man den Begriff nicht nennt, das, was damit gemeint ist, in ganz anderen Feldern auftaucht, dass also algorithmische Prinzipien plötzlich in der synthetischen Biologie auftauchen, bei den Nanotechnologien oder in den Materialwissenschaften. Die Materialwissenschaften sprechen im Moment von funktionalen Algorithmen, funktionalen Materialien, was nichts anderes heißt, dass den Materialien schon während des Herstellungsprozesses Verhalten aufgeprägt wird, man könnte auch sagen programmiert wird, sodass sie sich nachher in unterschiedlichen Umgebungen vollständig unterschiedlich verhalten können und vielleicht sogar auch umprogrammiert werden können. Und das sind Trends, die sehr, für mich sehr, sehr viel mit Algorithmen zu tun haben, aber nicht im Fokus des allgemeinen Verständnisses von Algorithmen stehen. Also soweit vielleicht als kleine Einführung, Hinführung, Versuch zu diesem Begriff der Algorithmen, der sehr, sehr schwer ist und der wirklich der zentrale Begriff der Informatik ist. Und man braucht, wenn man die Tiefe verstehen will, braucht man 5 bis 10 Jahre wirklich, um zu wissen, warum dieses Konzept so mächtig ist. Das ist also wirklich sehr, sehr schwierig. Ich will aber zum eigentlichen Punkt auch kommen meines Vortrags, frei und Spielräume in der digitalen Welt. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen rüberschauen, dazu hätte ich dann gerne die nächste Folie. Also welche frei und Spielräume ergeben sich aus Algorithmen und der Digitalisierung für Künstler? Wieso ist das interessant für Künstler? Ich habe hier mal versucht, die Beispiele, die ich Ihnen zeigen will, in eine kleine Typologie zu fassen. Das sind alles Beispiele, die mir in den letzten 15 Jahren in der Arbeit mit jungen Künstlern, mit Studenten mehrfach begegnet sind. Und wenn ich gemerkt habe, hier wiederholt sich eine Herangehensweise, sich mit Digitalität auseinanderzusetzen, dann habe ich, wenn mir das oft genug passiert ist, versucht, dafür einen Namen zu finden. Und das sind ein paar Beispiele, was dabei herausgekommen ist. Also eine sehr, sehr private Typologie, die Sie hier sehen. Und auf die ersten beiden Beispiele muss ich überhaupt nicht eingehen, weil wir dafür im Moment gerade vorher wunderbare Beispiele gesehen haben, nämlich die politische Intervention. Also die Beispiele waren wirklich hervorragend und auch der Clou war im Grunde zusammengefasst durch eine Meldung aus dem Publikum. Kunst kann hier wirklich die Augen öffnen. Das ist eine wesentliche Funktion hier. Und das zweite ist das utopische Potenzial. Das ist im Grunde auch schon erwähnt worden, zwar anders, als ich jetzt darüber reden wollte, aber wie kann man das besser sagen, als wir wollen ein Theater
in dem unsere digitale Zukunft erprobt wird. Ich meine, darum geht es natürlich wunderbar. Also zu diesen beiden Beispielen muss ich gar nichts mehr sagen. Ich will zu den anderen kleinen Kategorien jeweils ein, zwei Beispiele zeigen. Auch deshalb, weil sie nicht ganz so naheliegend sind wie die anderen großen Kategorien und weil sie sich doch sehr, sehr viel spezifischer mit Digitalität und dem Wesen der Digitalität auseinandersetzen. Das erste, nächste Folie bitte. Das erste ist die materielle Offenheit. Ach so, ich kann selbst, ja. Die materielle Offenheit, hier eine Arbeit von Ralf Becker. Ich habe gerade über Algorithmen gesprochen. Das Wesen der Algorithmen ist eben, dass es Konzept, das ist ein Konzept, ein geistiges Konzept ist. Und wenn wir dieses geistige Konzept auf Maschinenebene bringen wollen, dann sind wir bezüglich des Materials überhaupt nicht festgelegt. Im Moment benutzen wir Silikon. Aber das heißt nicht, dass es in Zukunft so bleiben muss. Und es heißt auch nicht, dass Künstler Silikon benutzen müssen, sondern wir haben hier wirklich, wenn es um die Erforschung von Algorithmen geht, materielle Freiheiten. Und hier öffnet sich natürlich für die Kunst dann ein riesiges ästhetisches Potenzial, um mit Materialien und mit Algorithmen ganz anders umzugehen. Das ist im Grunde eine Skulptur, aber das ist eine funktionierende Skulptur. Das ist ein Rechner. Das Projekt heißt auch Rechnender Raum. Das realisiert einen zellulären Automaten und zwar nicht eben auf Silikonebene, sondern eben als im Grunde Holzgerüst. Und die Logik ist außen auf dieser Maschine angebracht. Die Logik ist, und sie ist realisiert mit Schnüren und Gewichten. Also die gesamte Logik dieses zellulären Automaten ist mit Schnüren und Gewichten realisiert und das Display, das Ergebnis des Rechenprozesses, sieht man nicht außen, sondern das wird über Schnüre nach innen ins Zentrum dieser Skulptur geleitet und dort verzahnen die Ergebnisse des Rechenprozesses ein Netz. Hier sehen wir das Zentrum dieses. Also das ein Beispiel für diese materielle Offenheit. Das zweite hier ist sogar ein Beispiel, das ich selbst benutze, um den Studenten zu zeigen, dass man mit Algorithmen anders umgehen kann, dass es auch Möglichkeiten gibt, Algorithmen mit dem Material anders zu verschmelzen und damit zu anderen Ergebnissen zu kommen. Hier, ich habe hier nur Schnüre im Wesentlichen und ein paar Ringe und damit realisiere ich ein Navigationssystem, das auch ein algorithmisches Navigationssystem ist, das aber anders funktioniert. Das Beispiel hier zeigt die Autobahnkarte von Norddeutschland. Das Ruhrgebiet ist ausgeblendet. Da habe ich gemerkt, dass meine Skalierung nicht passt, weil dort die Großstädte mit mehr als 100.000 Einwohnern so eng zusammenliegen, dass die Ringe sich überschneiden würden. Da musste ich aufhören. Also das repräsentiert das Autobahnnetz von Norddeutschland. Wie kann man jetzt damit navigieren? Also wie kann ich feststellen, wie ich am besten von A nach B komme? Ich muss dieses Netz nur in die Hand nehmen. Also wenn ich von A nach B will, nehme ich A in die linke Hand, B in die rechte Hand, ziehe einmal und kann oben sofort ablesen, welche Autobahnteilstücke ich nehmen muss. Ich könnte es jetzt vorlesen, was ich tun muss, um von Chemnitz nach Bremen zu kommen, aber ich habe jetzt leider keinen Computer hier. Also man sieht sofort oben, welche Strecke man fahren muss, kann die ablesen und man kann sogar Staumeldungen mit integrieren. Wenn man auf irgendeinem Teilstück eine Staumeldung hat, dann muss man dieses Teilstück nur durchschneiden, neu ziehen, hat sofort eine neue Variante. Also ich wollte nur zeigen, es gibt andere Möglichkeiten des Umgangs mit Algorithmen und die werden meiner Ansicht nach eben nicht von Informatikern untersucht, sondern die werden von Künstlern untersucht. Eine andere Kategorie ist die bewusste Fehlfunktion, die begegnet einem wirklich sehr, sehr viel. Vor einigen Jahren in der Kunst wurde den Begriff Glitches auch thematisiert. Hier geht es um das ästhetische Potenzial von Fehlern im Wesentlichen. Das heißt, man betreibt Softwaresysteme, Algorithmen jenseits an der Grenze oder auch jenseits der Grenze dessen, wofür sie vorgesehen waren und schaut dann, was kommt da eigentlich raus, ist das irgendwie interessant, was dann passiert. Hier beispielsweise eine kleine Arbeit, hier hat jemand ein ehemaliger Student der KM, den Gesichtserkennungsalgorithmus seines auf Wolken zu richten und hat dann die Bilder rausgesucht, wo die Gesichtserkennung seines Handys überall Gesichter sieht. Und das sind jetzt Beispiele, hier würde also die digitale Gesichtserkennung ein Gesicht erkennen,
wir weniger in dem Fall. Also eine bewusste Fehlfunktion. Ein anderes Beispiel, das mit ähnlichen Prinzipien arbeitet, von Max Neubert, ein Mitarbeiter, ehemaliger Mitarbeiter in Weimar, der festgestellt hat, dass sein iPhoto, seine private Fotosammlung in iPhoto, dass die automatisch von einem Gesichtserkennungsalgorithmus bearbeitet wurde. Und als er die Bilder angeguckt hat, hat er überall Gesichter gesehen, beziehungsweise sogenannte, in der Sprache der Klassifikationssysteme und der algorithmischen Klassifikation spricht man dort von sogenannten False Positives, also die Software sieht irgendwas, was gar nicht da ist. Und er hat ein Buch daraus gemacht, wo überall in seiner privaten Bildersammlung die Algorithmen Gesichter sehen, wo überhaupt keine sind. Und das sind sehr interessante Ergebnisse, die man da sieht. Eine weitere Kategorie habe ich Re-Entry genannt, in Ermangelung eines besseren Begriffs. Dabei geht es um Rücktransformation aus dem Digitalen ins Reale. Wir haben also die digitalen Welten nun seit 20, 30 Jahren mit Daten, mit unseren Vorstellungen von der Realität gefüttert. Die sind nun voll und wirken natürlich längst zurück auf unsere Vorstellung von der Realität. Das heißt, das, was wir reingegeben haben über unsere Vorstellung von der Realität, wirkt längst zurück und verändert unsere Realität. Also es gibt ein Re-Entry und es gibt einen Rückkopplungsprozess zwischen unseren Vorstellungen, die wir da reingegeben haben, und dem, was rauskommt. Das für mich eindrücklichste Beispiel ist immer noch die Architektur. Wenn wir uns moderne Architektur ansehen, dann sieht man, wenn man ein bisschen die Modellierwerkzeuge der Architekten kennt, sieht man, dass hier nicht der Architekt Entscheidungen getroffen hat, ästhetische Entscheidungen getroffen hat, sondern man sieht die Funktionalitäten der Werkzeuge in der Architektur. Also eine Rückwirkung aus den Fähigkeiten der Werkzeuge in die Realität. Und die architektonischen, die Bauwerke sind ja so riesig, also ich kenne jetzt keine größeren Beispiele der Rückwirkung von kleinen digitalen Daten hin in die Realität. Also wenn man sich mit den Werkzeugen ein bisschen auskennt, dann weiß man, wo diese ganzen geschwungenen, runden Architekturen herkommen. Das ist alles nur ein Ergebnis der Software. Hier aber andere Auseinandersetzungen damit. Ein Student hat Computerspiele untersucht und festgestellt, dass Figuren in Computerspielen Bewegungen machen können, Positionen einnehmen können, die wir als Menschen nie einnehmen können. Also hat er sich überlegt, wie kann ich das zurücktransportieren in die Realwelt, und hat sich dann eben, er hat also Spiele analysiert und hat sich dann Krücken und Hilfsmittel überlegt, wie er nun denn diese ganzen wunderbaren Stellungen von Figuren in Computerspielen in die Realwelt, wie er die da überhaupt einnehmen kann, und hat all diese sich erdacht, um die Position von Computerspielfiguren nachzustellen. Also aufzuholen, was die Digitalität längst kann. Hier ein anderes Beispiel von Karin Lingnau, die auch ein Computerspiel untersucht hat und dort einen kleinen Hasen entdeckt hat, der überhaupt keine Rolle in dem Spiel spielt, der nur dazu da ist, ein bisschen für Lebendigkeit in dem Spiel zu sorgen. Und da er nicht wichtig ist, wurden da auch ganz, ganz wenige Polygone drauf verwendet, nur 57. Und sie hat diesen kleinen Hasen, nicht besonders wichtigen Mitspieler, nun rücktransformiert in die Realität und ganz, ganz groß aus diesen 57 Polygonen gebaut. Und dabei findet natürlich eine Transformation statt, und da finden natürlich auch Wahrnehmungsprozesse statt, die das alles neu bewerten lassen, die uns das alles neu bewerten lassen. Ein letztes Beispiel, dann bin ich im Grunde auch schon durch, das betrifft weniger die Kunst, sondern die freie Kunst, vielmehr Felder wie Architektur oder auch Design. Also ich nenne das Beispiel die Domestizierung des Zufalls. Wir haben in unsere ehemals deterministischen Algorithmen längst Zufallsstrategien eingebaut, die wir allerdings domestizieren, die wir also schön unter Kontrolle halten, so eingebaut, dass uns die Software Varianten liefert zu Problemstellungen, an die wir selbst nie gedacht hätten. Und dabei entsteht dann
sowas, was man wirklich einen ko-kreativen Prozess nennen könnte. Das heißt, der Entwickler alleine, der Designer alleine wäre nie auf die Idee gekommen. Die Software alleine auch hätte diese Entscheidungen nicht getroffen. Aber man kann durch dieses Zusammenspiel von Software, die eben ihren Möglichkeitsraum ausschöpft und Vorschläge macht, sichtbar macht, die der Entwickler dieser Software gar nicht sieht, die kann man nutzen, um dann im Wechselspiel Entscheidungen zu treffen und zu Lösungen zu kommen, auf die man alleine tatsächlich nicht gekommen wäre. Das sollen nur ein paar Beispiele sein, um anzudeuten, worum es da geht. Und wenn Künstler sich damit auseinandersetzen, und vielleicht zum Abschluss kann ich schon versuchen, ein bisschen auf die Frage einzugehen, die auch schon hier aus dem Publikum genannt wurde, was läuft eigentlich schief oder mehrfach genannt wurde, was läuft denn da eigentlich schief, dass wir nicht besonders gut, eigentlich sehr miserabel mit den Möglichkeiten der Technologien umgehen. Und meiner Ansicht nach, das ist allerdings möglicherweise nicht mehrheitsfähig, also meiner Ansicht nach liegt der Ursprung dieses Übels sehr, sehr weit zurück, nämlich circa 200 Jahre, als wir begonnen haben, die Natur- und Technikwissenschaften, die Technikwissenschaften gab es noch nicht wirklich, die Naturwissenschaften und die Geisteswissenschaften zu trennen. Und seit wir die getrennt haben, läuft die technische Entwicklung voraus und die Verstehensprozesse, das wirkliche Verstehen, was da passiert, läuft hoffnungslos hinterher. Das heißt, wir sind an Innovation interessiert, die Innovation findet statt, wird implementiert und dann schauen wir, was passiert da eigentlich und schalten unsere Reparaturmechanismen an. Das ist natürlich ein Verhältnis, das im Grunde grauenhaft ist. Das heißt, wir haben sehr, sehr komplexe Technologien und wir haben ein sehr infantiles Verhältnis zu diesen Technologien. Wir stehen denen relativ hilflos gegenüber. Und diese Trennung, die wird heute schon in den Schulen nach der 10. Klasse vollzogen, dass die sich nachher eben schon schwer tun, sich überhaupt noch zu unterhalten. Also das vielleicht so als schon Anmerkung in Richtung Diskussion. Ja, vielen Dank, Herr Trogemann. Ich glaube, dass diese Trennung auch gerade noch mal, bleiben Sie noch, falls so. Noch, Sie haben jetzt vielleicht auch manchen Fragen doch noch mal vorgegriffen, aber vielleicht kommt ja gleich noch eine. Ich glaube, dass diese Trennung sich auch so ein bisschen auf die Spitze getrieben ist gerade, wenn man sich nämlich das Silicon Valley anschaut. Ich war vor 2 Jahren da und wenn man mit den Leuten spricht, dann merken die, denen geht es gar nicht darum zu verstehen, was macht es eigentlich mit Menschen und was macht es mit Gesellschaft, sondern die wollen erstmal nur entwickeln, was technisch möglich ist. Genau. Und der Rest interessiert die überhaupt nicht. Und das hat, glaube ich, ganz viel mit der Trennung zu tun, die Sie gerade beschrieben haben. Ich fand Ihre Beispiele toll, weil Sie auch nochmal die Schnittstelle zwischen analoger und digitaler Welt sehr, sehr deutlich gemacht haben. Und eigentlich hätte ich jetzt noch eine Frage, habe ich aber eigentlich keine Zeit mehr für. Aber wenn Sie sagen, dass Algorithmen eigentlich Ausflüsse unseres eigenen Verstandes sind, und das ist ja ohne Zweifel der Fall, dann frage ich mich, ob eine These stimmt, die Herr Becker so unbemerkt in den Raum gestellt hat, wie ich finde, als er nämlich gesagt hat, und ich hoffe, ich habe Sie da richtig verstanden, dass wenn Menschen Maschinen programmieren, Sie haben dann gesagt, dass die Möglichkeit besteht, dass die von den Menschen gar nicht mehr beherrschbar sind am Ende, diese Maschinen. Und das ist eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, ob das überhaupt möglich ist oder nicht. Wenn man den Tatort aufmerksam verfolgt, dann denkt man, das ist vielleicht irgendwann nicht mehr der Fall, vielleicht stimmt es aber gar nicht. Vielleicht können Sie gleich noch mal kurz drauf eingehen, aber erstmal frage ich, ob Sie noch Fragen oder Anmerkungen haben. Ja, dann wäre es schon toll, Herr Trogemann, wenn Sie... Ja, es ist eben mit den Algorithmen nicht ganz so einfach. Natürlich hat Herr Becker auch recht. Also ich könnte Ihnen einen Algorithmus zeigen, der hat gerade mal 100 Zeilen. Und jeder einzelne Befehl in diesem ist vollkommen klar und man weiß auch, was der Algorithmus tun soll. Aber es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der mir sagen könnte, ob dieser Algorithmus, wenn ich ihn starte, hält oder nicht hält.
Es gibt den nicht. Wenn Sie die Frage beantworten können, kriegen Sie den Nobelpreis für Mathematik oder die Fields-Medaille ist es in der Mathematik. Ich glaube, dann wird mein Mathelehrer vom Glauben abfallen. Weil man tatsächlich, also es sind ganz wenige Befehle, sie sind alle ganz klar und es gibt niemanden, der sagen kann, ob dieser Algorithmus jemals halten wird. Und das, glaube ich, zeigt, wenn man sich das angucken würde, sehr genau, wo das Problem liegt. Das heißt, wir können, und das ist eines der grundsätzlichen Probleme mit Technik, wir können sehr, sehr viel mehr machen, als wir verstehen. Das heißt, wir machen da etwas, was wir selbst gemacht haben, aber gar nicht verstehen. Und wir sehr viel Zeit investieren müssen, um das dann zu begreifen, was da eigentlich passiert. Noch schwieriger wird es, wenn wir nicht mehr nur einen Algorithmus haben, sondern interagierende Algorithmen. Die unterhalten sich ja längst ohne uns. Und natürlich versteht niemand mehr, es gibt auch niemanden mehr, der jetzt einen Rechner, der hier gerade noch lag, auf allen Ebenen seiner Realisierung verstehen würde. Es gibt Leute, die verstehen ein bisschen was von der Software-Ebene, die anderen von der Hardware-Ebene, die anderen von der Anwendungsschicht, aber es gibt niemanden, der dieses Gerät komplett durchschauen würde. Und das mächtigste Werkzeug, das wir in der Technologieentwicklung heute haben, in der Softwareentwicklung, ist, testen, 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 testen. Für möglichst viele Fälle, in die der Algorithmus geraten kann später, wird es getestet. Und man könnte sogar gut erklären, warum deshalb Systeme auch immer sicherer werden, also warum das Fliegen durch die Steuerung, durch Algorithmen tatsächlich sicherer wird. Das kann man zeigen, und es, obwohl wir nicht sicherstellen können und nicht wissen, ob die Software, die die Flugzeuge steuert, fehlerbehaftet sind. Wir wissen es nicht. Und ich würde behaupten, sie sind natürlich nicht fehlerfrei, aber das Flugzeug kommt halt nie in die Situation und stürzt es halt nicht ab. Tja, ich frage mich gerade, was das über die Konstruktion des menschlichen Verstandes aussagt, wenn er einerseits etwas schaffen kann, was er andererseits in den Konsequenzen nicht mehr vollständig versteht, so wie Sie es gerade beschrieben haben. Aber da müsste Kant sich vielleicht nochmal mit beschäftigen. Es ist wunderbar, das ist ja sozusagen das Thema, gib mir einen fluiden Übergang, was kann nicht besser sein? Jetzt Inke Arns spricht nämlich zum der Algorithmus und wir über die Partizipation nichtmenschlicher Akteure. Also da springt ein Stichwort in das andere. Ich danke euch erstmal herzlich, Herrn Trogemann und Inke Arns. Zu Inke Arns, die hier auch schon mal beim kulturpolitischen Dialog war, ganz kurz noch ein paar Stichworte. Seit 2005 leitet sie den Hardware-Medienkunstverein, der auch in der Republik, wie die anderen genannten Institutionen, einmalig ist, das kann man so sagen. Befasst sich seit sehr vielen Jahren mit Netzkulturen, mit Medienkunst, aber auch mit dem Hinterfragen, mit den Übersprüngen zwischen analogen und digitalen. Und sie selber hat natürlich dazu promoviert an der Humboldt-Universität. Ich sage jetzt nicht genau was, das ist ein sehr langer Titel. Aber neben der schreibenden Tätigkeit, die man bei ihr wiederfinden kann, hat sie sehr viel kuratiert unter unterschiedlichste Ausstellungen. Wir werden vielleicht ganz kleinen Einblick bekommen. Es ist eine wirklich hochinteressante kuratorische Arbeit, die man dort in Dortmund verfolgen kann, die durch alle möglichen Ebenen, Fragen, Reflexionen, Anwendungen, aber auch durchaus sehr populären Formen der Übertragung von digitalen Fragen auf die Gesellschaft heute bestimmt ist. Ich danke dir erstmal fürs Kommen und freue mich auf deinen Vortrag. Sie ist für das Land hier, glaube ich, eine sehr wichtige Schnittstelle auch, weil dort auch, und da komme ich gleich drauf, dass unter anderem das Medienwerk verortet ist. Und da stellen wir gleich nochmal kurz Fabian Saavedra Lara vor. Vielen Dank erstmal. Herzlichen Dank. Ich hoffe, die Verkabelung stimmt noch. Ich glaube, es funktioniert. Wunderbar. Ich bin genauso müde wie Sie, deswegen mache ich es möglichst kompakt und schnell und beeile mich so ein bisschen und versuche in schnelleren Worten weniger zu sagen. Okay. So, ich muss mich erstmal bedanken für die Einladung, Frau Ministerin, Herr Hilterhaus. Es ist ein wunderbares Panel, was wir hier zusammengebracht haben. Ich muss mich jetzt auch bei Georg Trogemann bedanken, weil er hat jetzt etwas gemacht, was ich jetzt nicht mehr machen muss. Ich spreche auch über Algorithmen, aber die Definition ist uns bereits geliefert worden. Insofern vielen herzlichen Dank. Ich denke, ich würde eine Änderung an dem Thema des heutigen
der heutigen Diskussion machen. Und zwar denke ich, man muss sie umbenennen in Digitalisierung und die Autonomie des Subjektes. Und das ist nämlich ein Thema, was die Kunst thematisiert, was in der Kunst thematisiert wird. Das haben Sie ja auch sehr eindrücklich berichtet von Ihrer Erfahrung im Theater. Ich bin letztens oder eigentlich schon letztes Jahr eingeladen worden, einen Beitrag zu machen im Kunstforum International. Das ist eine der, ich glaube, die älteste Kunstzeitschrift in Köln beheimatet. Erscheint jeden Monat, alle zwei Monate zu einem anderen Thema. Und das Thema sollte sein Partizipation. Sollte natürlich zu Manifesta erscheinen in Zürich, die von Christian Jankowski kuratiert wurde. Ich weiß gar nicht, ob sie noch läuft. Partizipation. Und ich dachte mir, Mann, da ist schon so viel drüber geschrieben worden. Ja? Partizipation in der bildenden Kunst oder im Theater meinetwegen. Und kurz bevor ich absagen wollte, dachte ich mir, nee. Das war eigentlich interessant. Wir haben es ja heute mit der Partizipation eben nichtmenschlicher Akteure zu tun, eben von Algorithmen, von Maschinen. Und deswegen habe ich gesagt, gut, ich habe hier was für euch. Und daraus stammt jetzt zum Beispiel auch das nächste Beispiel. Diese Arbeit von der Mediengruppe Bitnik aus Zürich ist für mich eine der interessantesten Arbeiten, die genau diese Problematik auch verhandelt. Kurz zur Erklärung, der Titel ist klar, Random Darknet Shopper. Darknet ist der Bereich des Internets, den die Suchmaschinen nicht erfassen. Shopper ist auch klar und random ist halt zufällig, da kauft jemand zufällig im Darknet ein. Der Witz an diesem ganzen Projekt ist, dass unten rechts dieser Computer, den Sie sehen, wo drauf steht, From Ukraine Status is arrived, da sitzt ein Algorithmus auf diesem Rechner und dieser Rechner ist ausgestattet worden mit sowas wie 100 Bitcoins. Bitcoins ist eine anonyme Währung, mit der Sie im Netz bezahlen können, anonym, auch ganz wichtig. Und dieser Rechner kauft komplett autonom Dinge im Darknet ein. Der war in einer Ausstellung Ende 2014 in der Schweiz, in St. Gallen ausgestellt. Und am Ende der Ausstellung kam der Staatsanwalt und hat diesen Rechner beschlagnahmt. Wieso? Weil dieser Rechner während der Laufzeit der Ausstellung Dinge eingekauft hat und sich in den Ausstellungsraum hat liefern lassen und die dort ausgestellt hat. Also die wurden dann vom Personal aufbereitet und wurden ausgestellt. Es waren eben nachgemachte Markenjeans, das waren ein kompletter Nachschlüsselsatz der New Yorker Feuerwehr. Es waren Scans von Reisepässen. Sie können sich vorstellen, in was für eine Richtung das ging. Die Diskussion mit dem Staatsanwalt, die war dann wohl auch sehr interessant. Weil letztendlich sich dann irgendwann herausgestellt hat, okay, der Staatsanwalt, also diese Maschine wurde den Künstlern zurückgegeben, weil dort nicht erkannt worden ist, dass da kommerzieller Handel mit betrieben werden sollte, aber eigentlich ein Exempel statuiert werden sollte. Nämlich, was passiert, wenn die Maschinen autonom agieren? Wer ist auf einmal das Subjekt dieser Handlung? Sie können jetzt sagen, es ist der Programmierer, der den Algorithmus programmiert hat, aber in dem Augenblick ist es ja nicht ganz deutlich zuzuordnen, wer dort diese Handlung, diese potenziell auch illegale Handlung begangen hat. Das nur ganz kurz. Ich werde durchgehen durch verschiedene Projekte. Hier zum Beispiel ein anderes Beispiel einer künstlerischen Arbeit, die ist schon vor mehr als 10 Jahren entstanden. Wir spielen einfach mal das Video ab. Das läuft einfach weiter im Hintergrund. Ich hoffe, Sie können es trotz der Sonne einigermaßen sehen. Es ist für mich von Chris Oakley, ein britischer Künstler, ein Blick einer Kamera in ein Einkaufszentrum. Sie können nicht sehen. Ja, kommt gleich. Sind ja gute Monitore. Und Sie werden gleich sehen, irgendwann wird der Computer eingeschaltet und dann fängt die Maschine an, die Bilder zu lesen, die sie sieht. Das heißt, Menschen werden über Gesichtserkennung erkannt. Es wird diesen Menschen genau zugeordnet. Jetzt beginnt das Programm. Genau zugeordnet, was ist sozusagen ihre Shopping-Geschichte. Es kommen eventuell Schufa-Daten mit dazu und Sie werden auch sehen, dass einzelne Leute nicht erkannt werden können. Das heißt, die sind dann untagged.
das als ein weiteres Beispiel, was sicherlich, sag mal, eher im Repräsentativen verbleibt und nicht so intensiv, eine so intensive Erfahrung erlaubt, wie es wir hier im Theater geschildert bekommen haben oder fürs Theater geschildert bekommen. Diese Situation hier finde ich, diese Situation finde ich interessanterweise wieder in einem Film, den Sie vielleicht alle kennen. Es ist kein Science-Fiction-Film. Und wir stoppen das Video hier mal und gehen zur nächsten Szene. Das ist der Film Down by Law von Jim Jarmusch. Ich vermute mal, dass die meisten von Ihnen den Film hier kennen. Tom Waits, John Newry und Roberto Benigni. Es gibt in diesem Film, die drei sind im Gefängnis, ganz offensichtlich, es gibt diese berühmte Fensterszene, ja, wo Benigni versucht halt im Gefängnis Englisch zu lernen, weil sie nichts anderes zu tun haben, und er malt dann ein Fenster auf die Wand und sagt, what would you say? I look at the window or I look through the window? Und John Lurie sagt halt in seiner unnachahmlichen Coolness, sagt, well, in this case, in diesem Moment würde ich eher sagen, du schaust das Fenster an und du schaust nicht durch das Fenster hindurch. Okay, die drei brechen dann irgendwann aus und fliehen durch die Sümpfe von Louisiana. Und diese Szene ist für mich eben super interessant, und da muss ich zurückkommen auf diese galertartige Masse, die Dirk Becker erwähnt hat in dem Film. Das ist nämlich eine ganz interessante Situation. Das, was hier aussieht wie Freiheit, ist eigentlich keine Freiheit, weil sie sind zwar nicht mehr in der gebauten Umfriedung im Gefängnis, sondern sie sind auf einmal in einer Situation, wo sie ständig umschlossen sind von flüssiger Materie, die eben sich immer an den Körper anschmiegt und so weiter. Und das ist für mich eigentlich so eine Situation, wie wir sie eben auch in dem Video gesehen haben. Das heißt, die permanente Erfassung, die permanente Sichtbarkeit und eigentlich dieses sich nicht entziehen können. Und das ist eben auch eine Art und Weise, wie die Kunst das erfahrbar macht, ne? Genau. Das nächste Beispiel, das ist dann auch das letzte Beispiel, was ich bringe, ist von einer jungen griechischen Künstlerin, Erika Skoti. Das Projekt heißt Think You Know Me. Und das war eine ganz beeindruckende Performance, die sie gemacht hat. Und zwar vor 2 Jahren auf der Eröffnung der Transmediale, eben das weltweit bedeutendste Medienkunstfestival in Berlin. Und die Künstlerin, die ist vielleicht ein bisschen unter 30, kam alleine auf die Bühne in dem Auditorium vom Haus der Kultur in der Welt, 1000 Leute im Auditorium, und hat sozusagen ihr Mobiltelefon angeschlossen und hat angefangen, so Textmessages zu schicken. Und es gibt ja diese Autocomplete-Funktion, das heißt, das Programm weiß eigentlich schon vor Ihnen, was Sie sagen wollen, Sie müssen eigentlich nur noch OK tippen. Und das macht sie während der Performance. Und das ist genau der Text, den sie in Echtzeit vorträgt. Und der Text macht teilweise keinen Sinn. Wir hören vielleicht mal ein bisschen zu. I have a good day out in the screening space for the delay, but did I tell you? I love you so much better than this. Yeah, she's nice. I don't know her very well, as the world seems inexplicably beautiful, even though you know there's very little time to spare parts for the delay in replying to your account after okay, the war in the UK. Das reicht. Danke. Das geht 7 Minuten so weiter. Und während Sie dieser Künstlerin zuhören, hat sich mir sehr eindringlich die Frage gestellt, wer spricht denn da eigentlich? Das ist offensichtlich nicht etwas, was sich Erika Skoti hier ausgedacht hat, sondern das ist etwas, was der Algorithmus in dem Moment in Echtzeit errechnet. Und es ist eine ganz eigentümliche Situation, weil es natürlich teilweise Sinn macht. Dann gibt es auch so Stimmungswechsel da drin. Und auf einmal erleben wir hier etwas auf eine ganz besondere Art und Weise, die uns normalerweise nicht zugänglich ist. Also eben vielleicht ähnlich wie die Situation im Theater werden wir konfrontiert mit etwas, mit einer Maschine, mit einem Algorithmus, der sozusagen erscheint, ja, und der sich zu erkennen gibt. Und das finde ich eine ganz beeindruckende Arbeit. Sie finden das Video auch online. Ich komme zum Schluss, ne, weil ich muss mich ja kurz fassen. Entschuldigung, ja. Da war der Kollege schon wieder schneller.
Stefan Hilterhaus hat mich darum gebeten, deswegen zeige ich das jetzt hier. 2014 haben wir im HMKV eine Ausstellung gemacht mit dem Titel, und vielleicht die etwas Älteren unter Ihnen werden das kennen, Jetzt helfe ich mir selbst. Kurz zur Erklärung für die Jüngeren im Publikum. Das war eine Buchreihe, das waren Handbücher. Die gab es in der Bundesrepublik, gab aber auch welche in der DDR, die hießen ein bisschen anders, zu jedem nur erdenkbaren Automodell, zu jeder nur erdenkbaren Automarke. Und in diesen Büchern wurde erklärt, wie repariere ich dieses Auto. Eben zu einer Zeit, wo man noch keinen Computer brauchte, um seine Autos zu reparieren. Lassen. Die Ausstellung, die wir 2014 gemacht haben, war eine ganz wunderbare Kooperation mit einem Seminar der Uni Witten-Herdecke, Fakultät für Kulturreflexion, und es waren ca. 12 Studierende, und es ging eben um dieses Phänomen der Videotutorials, also Erklärbär-Videos, die zuhauf überall im Netz verfügbar sind, wo irgendjemand irgendwas erklärt zu irgendeinem Problem, was wir irgendwann mal irgendwie haben könnten. Ich habe da schon selber sehr viel Hilfe bekommen, Installation von Druckertreibern und so weiter. Und wir haben eben mit dieser Gruppe von Studierenden wirklich 3 Monate lang, ich habe die wirklich in die letzten Ecken des Netzes geschickt, habe gesagt, sucht mir die besten 100 Erklärbär-Videos. Ja? Und das ist genau dabei rausgekommen. Die Playliste ist online immer noch. Wir haben 100 Videos gezeigt auf 100 Monitoren auf 100 Quadratmetern. Die Idee war so ein bisschen die Dichte, mit der wir im Netz konfrontiert sind, so ein bisschen nachzubauen, nachzuempfinden. So an jeder Ecke des Netzes steht jemand, der einem irgendwas erklären will und so. Es hat ziemlich gut funktioniert, es war auch so ein bisschen so eine Kakophonie. Oben links sehen Sie zum Beispiel eine Astronautin von der NASA natürlich, die erklärt, wie man sich die Haare in der Schwerelosigkeit wäscht. Unten links der ganz berühmte Russian Hacker, der erklärt so Haushaltshacks. Oben rechts, glaube ich, das gehört zu einem Video, wo erklärt wird, wie man sich seine Augen besonders sexy schminkt. Also, ne? Das Sichtbare und so weiter und so fort. Es waren wirklich ganz, ganz, ganz unterschiedlichste Sachen. Und das Interessante war halt, drauf zu schauen, was ist das für ein Phänomen, und eigentlich die Frage zu stellen, wieso machen Leute das? Wieso investieren die ihre Zeit, wieso investieren die ihre Energie darin, solche Videos zu machen? Und das Interessante war eben zu sehen, dass man eben 2014 so eine Bandbreite sehen konnte von wegen, es gibt durchaus sehr altruistische Haltungen, also wirklich dieses Helfende, von wegen, ich weiß was, ich möchte dieses Wissen mit anderen teilen, also das, was man sozusagen mit dem frühen Internet immer verbindet. Dann aber eben mindestens genauso viele Sachen, Videos, die Product Placement waren, also Schminkvideos vor allen Dingen. Ich halte den Kajal in die Kamera, ich halte den Mascara in die Kamera, das Puder und so, wo man denkt, wer hat das jetzt bezahlt oder kriegt die Geld dafür? In der Tat. Und dann eben das andere Extrem gegenüber diesen altruistischen Haltungen waren eben das Ego als Marke, das Selbst als Marke, die Selbstdarsteller, die sozusagen über diese Kanäle auch bezahlt und bekannt werden. Genau. Das vielleicht als eine Art und Weise des Umgangs auch mit diesen Phänomenen, mit diesen Netzphänomenen. Das ist eine Reihe, die wir auch fortsetzen werden. Und weil das Netz ist ja relativ endlos. Genau, vielleicht noch 2 Ankündigungen. Die nächste Ausstellung bei uns, Die Welt ohne uns. Erzählungen über das Zeitalter der nichtmenschlichen Akteure. Das ist die nächste Ausstellung, die wir im HMKV machen. Keine Angst, es wird nicht so eine düstere Ausstellung. Ich habe ja die Hoffnung noch nicht verloren. Und eben die Ausstellung Alien Matter hat auch mit den ganzen Themen zu tun, die wir heute verhandelt haben, die ich für die nächste Transmediale kuratiere im Haus der Kultur in der Welt. Gut, vielen Dank.
Ja, ich binde das jetzt nochmal ganz schnell zusammen. Wir sind ein bisschen, natürlich, das war ja zu erwarten, Sie wussten das, Frau Ministerin, ich nicht, dass wir da ein wenig aus der Zeit laufen. Aber wir werden das einfangen. Wir hatten ja auch schon ein paar Möglichkeiten, direkt zu antworten und zu besprechen. Ich glaube, die Substanz rechtfertigt das und ich hoffe, dass es auch bei Ihnen so ist. Was du gerade eben gesagt hast, ohne jetzt groß noch auf neue Fragen einzugehen, ich fände es interessant, den Fabian Saavedra mal kurz mit hier auf die Bühne zu bitten, der Autor, Projektmanager, Kurator ist, der am Dortmunder U gearbeitet hat bei der ICEA 2010 und jetzt der Leiter des Medienwerkbüros ist in Dortmund. Und insofern, bei den all den Fragen, die jetzt aufgekommen sind, erschien mir ja auch nochmal wichtig zu sein, welche Resonanz hat das, was können wir jetzt in Zukunft, wo kann sich das verknüpfen, wie können wir die Dinge miteinander verbinden, wo sind diese vielen sehr wichtigen, zentralen, offenen Fragen, die wir alle haben, wo kann das ein Ort, ein Diskurs, einen Raum finden? Da möchte ich auch gerne gleich nochmal in großer Runde drüber sprechen. Wir sind ja hier auch im Ministerium, das heißt, die Politik kann ja auch uns dabei helfen oder in einem Dialog zumindest dabei das entstehen lassen. Insofern finde ich es sehr wichtig, weil das Medienwerk NRW, manche mögen es gar nicht kennen, gibt es schon sehr lange. Also lange im Verhältnis zu den Entwicklungen, mit denen wir so zu tun haben. Und zwar schon seit 2001. Ne? Ich war damals auch mit dran beteiligt. Und ist ein sehr besonderes Netzwerk, was sich eigentlich erstmal recht informell gegründet hat. Es wäre super schön, wenn du vielleicht ein paar Partner benennst und eure Aktivitäten beschreibst, weil genau. Ihr seid ja auch die Anlaufstelle, die man anrufen kann, wenn man solche Fragen hat. Also vielen Dank, du hast ja schon ein paar Sachen vorweggenommen. Also vielen Dank, Frau Ministerin, vielen Dank, lieber Stefan, für die Einladung. Das Medienwerk, wie du gesagt hast, Anfang der 2000er Jahre gegründet, ist ein sehr heterogenes Netzwerk hier im Bundesland, dem Museen, Kunstvereine, Archive, Universitäten angehören, zum Beispiel die Kunsthochschule für Medien Köln. Wir wachsen auch gerade, wir sind so ein loser Verbund, wir sind nicht verfasst, sondern sind eher so eine Interessensgemeinschaft von ganz verschiedenen Akteuren im digitalen Feld, die so ein gemeinsames Interesse teilen an eben ästhetischen und so gesellschaftlichen Fragen, die mit Medienkunst und digitaler Kultur einhergehen. Du bist ja auch Partner, Pakt Zollverein, die Trägerinstitution des Medienwerkbüros, das es seit dem Jahr 2013 gibt, ist der Hardware Medienkunstverein, Inke Ahrens eben auch eine sehr, sehr wichtige Partnerin für uns. Sehr, sehr viele andere Akteure, ich sehe Tassia Langbach von der Videonale, auch im Publikum, Internationale Kurzfilmtage Oberhausen, IMAI, das Archiv in Düsseldorf und wir sind auf jeden Fall auch offen, also es kann eigentlich jeder, der Interesse hat, mit uns in dieses Gespräch einzusteigen über das, was eben auch heute hier Thema war, zu uns kommen, kann uns ansprechen, es gibt diese Website, auf der die Partner auch ihre sozusagen Aktivitäten kommunizieren, medienwerk-nrw.de, wir wachsen im Moment auch und werden uns Ende November hier in NRW auch nochmal treffen, wir müssen den Ort nochmal genauer definieren und werden auch über die nächsten Jahre sprechen, denn wir dürfen weitermachen, also wir haben eine weitere Förderung bekommen für 4 Jahre insgesamt an Programmen. Wir machen also Workshops für Medienkünstlerinnen und Medienkünstler. Wir organisieren Netzwerkveranstaltungen, das sind also Vorträge und Gespräche zu ästhetischen und gesellschaftlichen Themen der Medienkunst. Und einmal im Jahr Konferenzen. Und ich glaube, es wäre einmal ganz gut, vielleicht nochmal diese Bandbreite auch darzustellen. Wir haben angefangen im vergangenen Jahr mit einer Konferenz bei dir, Stefan, Pakt Zollverein, über aktuelle Performancepraxen in medienkünstlerischen Zusammenhängen. Dann haben wir eine Konferenz gemacht beim Schauspiel Dortmund und dem Dortmunder U, bei Inke Ahrens, hat der Medienkunstverein, die nannte sich Every Step You Take und da ging es um Fragen, was ist algorithmisches Denken, das haben wir heute alles auch schon gehört von Professor Trogemann, wie funktionieren eigentlich in einer algorithmischen Gesellschaft Machtverhältnisse, wie ist dieser Übergang modellhaft zu beschreiben von so einer disziplinierenden Macht hin zu einer permissiven Macht, in der aus den Affekten und den Bedürfnissen von Menschen nach Nähe, nach Austausch, nach Kommunikation Wert generiert wird und auch eben Kontrolle ausgeübt wird. Dirk Becker war auch beteiligt an dieser Konferenz und ich erinnere mich sehr, sehr gerne immer an ein Zitat von Ihnen. Die Welt spricht aus sich selbst heraus. Ja? Also was ist das Versprechen von Big Data sozusagen? Ja? Also die Zukunft beherrschbar und kontrollierbar zu machen. Also natürlich eine Utopie, die sich nie einlösen wird, wenn ich nur möglichst viele Daten sammle. Und wir haben jetzt den Abschluss dieses ersten Programmzyklus gehabt in diesem Jahr, vor ein paar Wochen hier in Düsseldorf im NRW-Forum bei Alain Biber mit einer Konferenz über neue Schnittstellen zwischen Mensch und Technologie und dieser Frage, anschließend eigentlich an das, was die Kollegin aus dem Publikum vorhin gesagt hat, also wie können wir uns eine neue Ökologie von menschlichen und nicht menschlichen, von künstlichen und nicht künstlichen Akteuren vorstellen, die viel umfassender ist eigentlich als das, was wir heute unter Ökologie verstehen. Also das Stichwort da ist Technoökologie und die andere Entwicklung, der wir danach gespürt haben, so ein bisschen in Anschluss an das, was du gesagt hast, Inke, also welche aktuellen Schnittstellen werden gerade entwickelt, die auf einer nichtsprachlichen Kommunikation zwischen Mensch und Maschine, Stichwort
Effective Computing abzielen. Ich kann mir jetzt keine bessere Überleitung zu dem letzten Panel wünschen, als das, was du jetzt gerade gegeben hast. Ich finde, das ist eine sehr schöne Einstandsfrage, nämlich die Frage, inwieweit wir als Akteure innerhalb dieser Systeme Eingriff haben, inwieweit wir da vielleicht ganz andere Praxen, andere Formate, andere Strukturen brauchen. Ich würde Sie gerne alle noch einmal bitten, zu mir, zu uns zu kommen, Frau Ministerin. Ich finde, Sie dürfen und sollten unbedingt bei uns sein. Ja, ich würde sagen, alle sind alle. Alle sind noch mehr. Ja. Also ich würde vielleicht direkt an Sie überführen, weil Sie machen das so wunderbar auch. Wir fragen tatsächlich erstmal in das Publikum hinein, würde ich sagen. Ne? Ist das ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja jetzt viele ganz unterschiedliche Vorträge gehört, aber auf der anderen Seite auch viele, die sich aufeinander bezogen haben und auch ganz konkrete Beispiele zu dem, was gesagt wurde. Und wir haben ja zwischendurch schon einige Fragen klären können, aber ich kann mir vorstellen, dass insgesamt vielleicht doch noch das ein oder andere dazugekommen ist. Vielleicht möchten Sie auch einfach von Ihren Erfahrungen berichten oder sagen, an diesem oder jenem kann ich anknüpfen. Also jetzt sollen erstmal Sie das Wort haben, deshalb bitte ich Sie um Ihre Meldung oder und Wortbeiträge. Ein Mikro steht dort bereit. Mein Name ist Annette Dabs. Ich leite das Deutsche Forum für Figurentheater in Bochum. Ich bedanke mich ganz ausdrücklich für diese Veranstaltung. Das war ausgesprochen innovativ und toll für eine Veranstaltung, die im Ministerium stattfindet. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich war das wirklich ein ganz toller Nachmittag. Ich würde gerne darauf aufmerksam machen, dass wir im Moment im Bereich Figurentheater in Deutschland sehr stark an diesen Schnittstellen arbeiten. Und wir haben schon seit 2000 sind wir eigentlich damit zugange, dass wir in Kooperation mit dem ZKM damals oder auch mit der Robotik, Stellag war damals eingeladen und solche Geschichten, in diesen Bereichen gearbeitet haben. Und wir planen für 2018 eine große Konferenz, wo ich mich bemühe, dass die Figurentheaterleute in Deutschland mit den Menschen in Berührung kommen, die eben auch wesentlich zu diesen künstlerischen neuen Bewegungen beitragen. Und weil ich weiß, dass man nach einer solchen Veranstaltung gerne schnell nach Hause fährt, oder viele tun das, würde ich Sie bitten, bei mir vorbeizukommen, dass wir vielleicht Visitenkarten austauschen können. Das wäre sehr nett. Danke. Visitenkarten. Das ist bestimmt möglich. Vielen Dank Ihnen. Gibt's ja, bitte sehr. Das Mikro kommt. Guten Tag, mein Name ist Bernd Fesel von Edge aus Dortmund. Ich wollte nochmal zurückkommen auf die Ursprungsfrage. Wo ist denn jetzt die Rolle des Künstlers? Wenn man nochmal den Bogen zurückwählt, so das traditionelle Bild ist, der Künstler bricht Konventionen auf in einer Gesellschaft, die normiert ist. Jetzt haben wir von Herrn Becker gehört, wir leben sozusagen jetzt ja in der nächsten Epoche. Digitalisierung ist eher Unordnung, Unsicherheit, Schluss mit Normierung. Wenn der Künstler sozusagen jetzt diese Norm bricht, ist er der, der Ordnung schafft. Was macht er denn jetzt? Also wo liegt denn dieses allgemeine Bild jetzt von dem Künstler? Oder ist das gerade auch zwischen Ordnung und Unordnung? Das würde mich nochmal interessieren. Gibt es jemanden, der sich spontan berufen fühlt, diese Frage zu beantworten? Oder haben Sie jemanden bestimmten im Blick, dem Sie genau... Das ist immer die Frage, fragt man das einen Künstler? Oder fragt man das jemanden, der über Kunst etwas zu sagen wagt? Künstler steht das ja auch nicht auf der Bühne. Naja, Regisseure sind schon Künstler, würde ich sagen. Oder? Ja. Zwei. Also, es ist ganz schwierig. Ich selber habe in einem meiner Stücke in Assassinate Assange eine relativ üble These in den Raum gestellt und ich habe gesagt, dass Künstler eigentlich als Avantgarde ausgedient haben. Dass das mittlerweile eben Leute sind, die Programme entwickeln, die früher halt klassischerweise in der Klasse gehänselt wurden, die Mathematiker, die Leute, die im Schach gut sind und so, das, weil sie schaffen eben mittlerweile das, was wir alle benutzen. Und natürlich ist es eine provokative Aussage gewesen, die man jetzt natürlich angreifen kann. Aber ein bisschen was ist da schon dran, glaube ich. Und was ich dazu sagen kann, ist, dass mich Künstler als Persönlichkeit gar nicht mehr so interessiert, also, sondern eher der Umgang damit, also mit diesem Paradigmenwechsel, mit dem Wechsel, dass da eben die Möglichkeit zur Veränderung besteht. Weil es sind ja auch nicht zufällig auch genau diese Nerds wie Edward Snowden oder Assange und viele andere auch,
von mir aus, die genau eben fähig sind, in dem Moment, wo sie selber sozusagen eher etwas tun, was vielleicht früher Künstler gemacht haben, dann diese Leerstelle zu füllen. Gleichzeitig natürlich glaube ich, dass die Trennung davon auch blöd wäre. Ja? Also sozusagen, es gab ja hier auch den Aufruf von Kai Voges zu sagen, okay, bestimmte Dinge müssen zusammenkommen. Und diese seltsamen Trennungen, und das geht ja natürlich auch schon los bei der Trennung von Geisteswissenschaft und Naturwissenschaft und so weiter. Also vielleicht hat es eher damit zu tun, dass man vielleicht sich auch ein bisschen lösen muss von den gängigen Dingen, die wir bis zum 20. Jahrhundert so praktiziert haben. Also ich glaube, der Kunst machen heißt auch ein bisschen die Welt verstehen lernen, indem man mit ihr spielt. Und ich glaube, das waren eine Menge Bilder zu sehen heute, die versucht haben, Verständnis zu kreieren, vielleicht einen Kommunikationsjob zu machen und auch gleichzeitig ein Labor zu machen des Experimentes. Wir lernen durch das Spielen, wir lernen durch das nicht mehr einem wirtschaftlichen Interesse oder einer Funktionalität folgen, sondern einem Spiel, einer Fantasie, einer Neugierde, einer Wut vielleicht auch oder einer Liebe, da das als Träger zu nehmen für die Kunst, um da nochmal in Augen einen anderen Blick durch das Spiel, durch das Experiment auf Gesellschaft zu haben. Das können die Künstler, das können die Kulturinstitutionen und das kann die Wirtschaft nicht und das kann auch die Politik nicht, die Antworten dann irgendwann liefern muss. Und ich glaube, da braucht die Gesellschaft die Kultur und die Kunst. Vielleicht darf ich einen Gedanken ergänzen. Die Künstler vielleicht nicht, aber die Künste sind spezialisiert auf Wahrnehmungswelten. Ja, so wie wir anderen alle unterwegs sind, so denken wir dauernd, naja, da draußen ist ein Fluss und eine Stadt. Und was ist daran wertvoller, als sozusagen 3 Sekunden hinzugucken und woanders hinzuschauen? Ein Künstler schaut etwas länger hin und fängt an, sich zu wundern. Ein Künstler schaut anschließend auf denjenigen, der auf etwas schaut und wundert sich darüber, wie er seine Wahrnehmung normalisierend zurecht konstruiert hat und entnormalisiert diese Wahrnehmung. Und zwar in allen Medien, Medien des Sehens, des Hörens, des Tastens mittlerweile auch und eben auch des Umgangs mit anderen Materien, die irgendwie sinnlich erfahrbar sind. Wir brauchen Künstler und Künste, die sich beunruhigen lassen angesichts unserer Normalisierungsbestrebung. Ja, vielen Dank. Jetzt habe ich 4 Wortmeldungen, noch 2 hier vorne, 2 da hinten. Vielleicht machen wir die einmal hintereinander und dann nochmal eine Antwortrunde. Ja, mein Name ist Cordula Attermeier, ich komme aus der Staatskanzlei, dort aus dem Bereich digitale Gesellschaft, Medienkompetenz. Wir haben viel über Regulierung, über Sensibilisierung gehört jetzt schon. Und für mich ist das, was Herr Voges gerade ansprach, kam nämlich auch einmal der Begriff Lernen auf, nochmal eine Fragestellung, inwieweit wir neben Künstlernen und Künsten auch nochmal uns auf diese Perspektive einlassen, denjenigen in den Blick zu nehmen oder diejenigen, die Kunst rezipieren. Und von daher ist für mich einmal nochmal die Frage, inwieweit kann man Kunst und Digitalisierung in diesem Bereich auch nutzbar machen, um vielleicht auch Bildung im Bereich von Digitalisierung voranzubringen. Inwieweit hat das auch Potenziale, auch Menschen zu erreichen? Erste Frage. Und zweite Frage ist für mich, wie schätzen Sie das ein bei Kunst, die Digitalisierung zum Thema hat oder vielleicht auch neue Wege geht? Ist das für Sie eher ein Problem, dass es auch teilweise abschreckend ist für Menschen, die bisher Ihre Kunden waren oder Ihre Besucher waren? Oder erschließen Sie sich überwiegend neue Bereiche, erreichen Menschen, die Sie bisher nicht erreicht haben? Wollen wir die Fragen hintereinander machen? Das ist vielleicht besser. Sie im grünen Pullover hier. Okay, das hatte sich erledigt, aber hier vorne waren auch noch 2 Fragen. Und kann man das Rollo noch 1 Zentimeter weiter runter machen? Oder? So schön warm. Okay. Ja, ich kann auch im Dunkeln. Ja, mein Name ist Jörg Obereiner, ich bin im RVR und ich hätte mal gerne gewusst, wo denn sozusagen auch Grenzen der Digitalisierung diskutiert werden, letztendlich dann auch gesellschaftspolitisch beschlossen werden und natürlich auch am Ende die Frage steht, wie sie denn auch durchgesetzt werden sollen und können.
möchte mal auch ein konkretes Beispiel, was ich so auch gehört habe. Also im Roboting, da werden zum Beispiel im Bereich der Pflege, werden dann Pflegeroboter zukünftig eingesetzt werden. Wo sind da die Grenzen? Sozusagen wollen wir da auch noch irgendwie Menschlichkeit haben? Wie sind zum Beispiel auch Haftungsfragen, wenn so ein Pflegeroboter dann vielleicht auch mal jemand aus Versehen umbringt und so weiter? Also ich spitze es jetzt mal ein bisschen zu. Also wie diskutieren wir das gesellschaftspolitisch und lassen wir uns von diesem Tsunami jetzt auch überrollen oder sozusagen sind wir jetzt in der Lage, auch für uns hier auch Grenzen zu definieren und durchzusetzen? Apostolos Zalastras, Kulturdezernent der Stadt Oberhausen. Erstmal möchte ich auch die Glückwünsche, die eben geäußert wurden, da möchte ich mich anschließen. Ich finde, das ist ein ganz fantastisches Panel und hat mir wieder gezeigt, dass wir Kulturpolitiker weit hinter dem herrennen, was real, naja, vielleicht eher digital an der Stelle möglich ist und passiert. Und da stellt sich für mich die Frage, ob wir unsere Kultureinrichtungen jetzt nicht grundsätzlich in Frage stellen müssen, aber ob wir nicht von der klassischen Form der Kultureinrichtung hin zu frei und zur Schaffung von Frei- und Möglichkeitsräumen kommen müssen, um die Dinge auch, ich sag mal, zu ermöglichen, aufzufangen, die an anderer Stelle stattfinden und völlig an unseren klassischen Kultureinrichtungen vorbeigehen. Oder ich meine, es gibt ja einige, die versuchen, das einzubinden, aber es ist ja, sind ja doch sehr wenige an der Stelle, weil noch sehr, sehr klassisch auch Kulturpolitik gemacht wird, ob das jetzt in den Räten ist, ob das jetzt in den Einrichtungen selber ist, aber auch die Kulturschaffenden selber ja noch sehr verhaftet sind in dem, was sie da tun. Und an der Stelle so einen Austausch zu organisieren, ob das jetzt eine klassische Akademie ist mit einem Haus, wo da Menschen drin sind oder ob man das anders organisieren kann, weiß ich nicht. Aber ich glaube, da gemeinsam auch nach Wegen zu suchen, wie man Möglichkeitsräume und Freiräume für die Kulturschaffenden, die Künstler oder ob das dann nach, ob man den Begriff dann aufrechterhält, aber der Künstler mit denjenigen, die sich vielleicht noch nicht als Künstler verstehen, aber schon lange welche sind, dass man das irgendwie hinbekommt. Also das ist so eine Anregung oder Frage, die ich hier noch hätte, weil ich bin, das verunsichert mich auch in dem, was wir praktisch mit wenig Geld, aber doch eigentlich ganz gut machen. Gibt es noch, ja bitte sehr, das, vielleicht machen wir, gibt es noch weitere Fragen, dann machen wir jetzt wirklich noch eine Abschlussrunde. Das ist nicht der Fall, dann kommen Sie noch und dann machen wir hier noch eine kleine Runde und dann. Mein Name ist Wölfel. Und ich frage mich, ich habe die ganze Zeit nicht rausbekommen, was Kunst und Kultur der Unterschied ist bei den ganzen Gesprächen. Das nächste ist die Behauptung, dass Kunst dazu da sei, dass man die Welt besser versteht. Da wird also die Kunst wirklich missbraucht. Und das geht dann wirklich an die Grenze, wo wir alle was verstehen. Und der Künstler, der soll der Dümmste sein in seinem Werk und nicht klüger sein als sein Werk. Und das kommt überhaupt hier bei den ganzen Gesprächen nicht raus. Das ist eine ständige Verwechslung, dass die Kulturschaffende, also Angestellte irgendwo glauben, sie hätten was mit Kunst zu tun. Sie bewilligen das und das ist das Schlimmste. So, dann wurde ich gerade jetzt noch darauf hingewiesen, wir wollten ja noch Twitter einbeziehen. Und da frage ich dich mal, Jörg, hat überhaupt eine Diskussion stattgefunden? Wenn ja, wie sah sie aus und gab es Fragen, die jetzt an dieses Abschlusspanel auch nochmal gestellt werden sollten? Es gab Fragen, ich glaube, ich stelle mich mal frech an die Seite von Herrn Hilterhaus, dann habe ich auch mal die schöne Perspektive entgegen der Sonne, atemberaubend. Es war eine wirklich sehr launige Diskussion, die sich entsponnen hat, manchmal mehr oder weniger nah an den Themen, die es hier gab. Es war auch sofort deutlich, dass nichts unentdeckt bliebe. Der Monitor, der neben dir stand, hatte einen Sticker NSA-Monitor-Device. Wem gehörte dieser denn? Fragte dann ein Nutzer. Ich glaube und habe richtig vermutet, Frau Richter wird die Antwort wissen und auch gerne für Fragen und Antworten später im Netz bereitstehen. Zu dem Zeitpunkt waren wir noch bei Trending-Themen auf Platz 9, Deutschland. Landweit. Das hat sich später hochgearbeitet über Platz 5 auf Platz 4, je nachdem, wie ernst man diese Aussagen nimmt, eigentlich ein sehr schönes Ergebnis. Es gab aber auch konkrete Fragen. Christian Splies fragte Herrn Voges, Gegenwart und Moderne brauchen neue Erzählweisen im Theater, wenn das Publikum aber nicht will, was denn dann? Beispiel, wir können ein bisschen sammeln, glaube ich, es sind ganz wenige, die ich hier rausgefischt habe, quasi die Twitter-Perle in dieser heutigen Veranstaltung. Ein anwesender Herr sitzt dort vorne, Bernd Fesel, fragte auch in Richtung Angela Richter, wer hackt denn mal den Künstler? Nicht nur den Zuschauer im Theater, sondern vielleicht auch einmal
Ganz spannend, ein praktischer Hinweis kam nochmal von Herrn Splies zum Thema Mailverschlüsselung. Schrieb er, ja, oder ich verliere aber einfach meine Kunden als Selbstständiger, wenn ich dauernd nur verschlüsselnde Mails verschicke. Das sei doch ein bisschen utopisch. Großes Kino wurde der Vortrag von Georg Trogemann genannt, wenn ein guter Hochschullehrer Algorithmus erklärt, sei es eben das, großes Kino. Ich finde, so viel zu der Frage, ob nicht doch Künstlerinnen und Künstler hier vorne stehen, auch kann man ruhig sagen. Letzte Frage, die auch noch wichtig war oder für mich relativ wichtig ist und auch relativ prominent war, ist, bleibt der Stream eigentlich verfügbar? Da kann ich, glaube ich, selber mal auf eine Frage beantworten. Ja, bleibt er. Wir setzen auf Papier und auf Digitales. Die Diskussion darf munter weitergehen. Ja, ganz herzlichen Dank, Jörg. Ich finde, du hast auch noch mal einen Applaus verdient, ehrlich gesagt. Das ist super gemacht. Und die Fragen können wir ja jetzt vielleicht einfach mal in unsere Schlussrunde mit einbeziehen. Es sind jetzt unterschiedliche Fragen gestellt worden. Vielleicht geht jeder kurz nochmal auf seine Bereiche ein oder vielleicht sagen Sie auch einfach nochmal, was Sie jetzt generell zur Veranstaltung sagen wollten oder dazu, wie Sie sich eigentlich vorstellen, wie es weitergehen könnte. Frau Richter, mögen Sie anfangen? Puh, auf welche Frage soll ich mich dann nun konzentrieren? Also ich weiß nicht, ich finde das einen interessanten Beitrag am Ende. Ich vermute, Sie zielen ab auf L'art pour l'art, die, oder dass der... Okay. Was ist der Unterschied, also wirklich zwischen Kultur und Kunst? Und da gibt es ständig Verwechslung und da wird auch die Kultur braucht ja nicht getrübt zu werden, die ist sowieso drübe. Aber Kunst ist eine Sache, wo immer ergriffen wird, also von irgendwelchen Ismen oder Demokratie und so weiter, sie wird benutzt, um irgendwas... Also würde ich die Gegenfrage stellen, okay, was verstehen Sie unter Kunst? Ich glaube, das wird ein bisschen weit führen jetzt. Okay. Ich finde, lieber Frau Böffel, wir machen dazu wirklich eine eigene Veranstaltung. Nein, ich will auch gar nicht antworten. Entschuldigung, ich will gar nicht antworten. Okay. Na gut. Ja, ich kann vielleicht die Frage beantworten, sowohl, was ist... wenn das Publikum das nicht möchte will man sowas überhaupt sehen, ist das Publikum gewachsen oder gesunken? Und ich glaube, es ist gleich geblieben bei uns in Dortmund oder sogar mehr geworden oder reichhaltiger, vielfältiger das Publikum, seitdem wir uns mehr mit dem Thema des zeitgenössischen Theaters und der Digitalisierung beschäftigt haben. Weil wir versuchen, und ich glaube, das ist die Sache, gegenwärtiges Theater für die Themen der Gegenwart machen und verständlich zu sein. Nicht abgehoben und sagen, wir erzählen da irgendwelche Experimente, sondern wir versuchen zu verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und wenn das unser Problem auf der Bühne beim Schaffen ein ähnliches ist wie das der Zuschauer, dann ist es auch so, dass wir nach einer Hamlet-Inszenierung Podiumsgespräche haben, wo 17-jährige Schülerinnen sich mit 64-jährigen Zuschauern diskutieren und darüber Gedanken machen, wie man sein Handy besser verschlüsseln kann. Also da kommt ein Austausch zutage und der hat mit Alter nichts mehr zu tun, sondern wir sitzen alle gemeinsam in unserer Gegenwart. Aber vielleicht eine Sache, die heute Abend noch nicht zur Sprache gekommen ist. Ganz kurz mache ich das. Ein Problem, weil das Thema ist sehr, sehr groß. Kunst, Digitalisierung. Leider empfinde ich das, oder das ist meine Erfahrung in den letzten Jahren mit den Förderinstitutionen von NRW gewesen, dass wir sehr immer noch in Kategorien denken. Wir denken, das ist Film, das ist Game, das ist Kunst, das ist Theater, aber ein Projekt durchzukriegen, was im Internet läuft, gefilmt wird, was Programmierer braucht und aber auch noch im Theater spielt, da fühlt sich niemand für zuständig. Und da, das ist, glaube ich, eine Sache, die würde ich mir wünschen, dass man da in den verschiedenen Förderinstitutionen oder Richtlinien mehr auch drängt, grenzenübergreifend Förderungen zu ermöglichen. Das ist, glaube ich, auch noch mal eine gute Anregung für die Kulturpolitik. Herr Trogemann, haben Sie auch welche oder möchten Sie darüber hinaus noch etwas loswerden? Vielleicht eine allgemeine zu den Trennungen, die ja viel genannt wurden. Also ich habe Mathematik, Informatik studiert, war jetzt 20 Jahre lang
in einer Fakultät mit Geisteswissenschaftlern. Also meine Kollegen sind Medienwissenschaftler, sind Kunstgeschichtler und so weiter. Wir betreiben ein Promotionsprogramm zusammen. Mein Alltag ist die Arbeit mit jungen Künstlern. Jetzt werde ich ab und zu, viel zu häufig gefragt, was bin ich denn jetzt? Und ich kann immer nur antworten, ich bin gar nichts. Ich bin ein vollkommen disziplinloser Mensch, nicht undiszipliniert, aber diszipliniert, aber disziplinlos. Und ich muss sagen, ich fühle mich sehr wohl damit. Mich interessiert vielmehr immer, wie gehen Menschen mit ihrer Welt um? Welche Fragen stellen sie an diese Welt und wie bearbeiten sie die? Und zu welcher Disziplin diese Bearbeitung gehört? Das ist etwas, was mich zu allerletzt interessiert. Also. Ja, vielen Dank. Herr Becker, geht es Ihnen auch so? Da würde ich mich am liebsten anschließen, aber das würde es Herrn Trog immer zu leicht machen. Ich würde gerne was zur Frage Kunst und Kultur und zur Frage Autonomiespielräume der Kunst sagen. Also erstens finde ich, dass Sie vollkommen recht haben mit Ihrer Frage. Man muss Kultur als Zähmungszusammenhang von Kunst verstehen. Ja, Künstler, wenn ich nochmal bei dem Individuum bleiben darf, ja, Künstler sind Leute, die dürfen stammeln, stottern, taumeln, zusammenbrechen, irgendeine Merkwürdigkeit vorführen, die man nicht versteht und die dann von einem Kulturpolitiker oder von einem Theaterleiter, einem Intendanten, als Kunst gerahmt wird und einem vorsichtigen, aber vielleicht doch irgendwie zu gewinnenden Publikum als Exempel von etwas, was man nicht verstehen kann, aber erst mal sehen können muss, vorführen. Das gilt für Hölderlins Gedichte, genauso wie für vieles, was heute, und jetzt Antwort auf Ihre Frage, was heute in einer freien Szene, ja, hier in Düsseldorf gibt es das FFT, in einer freien Szene ja längst passiert und was in Stadttheatern wie den Ihren ja hineingeholt worden ist. Die ganze Performance-Theater-Szene ist nichts anderes als das Vorführen des Kontrastes zwischen Digitalisierungstendenzen, wo also Maschinen mit auf die Bühne geholt werden, und Analogisierungstendenzen, wo jetzt Menschen, Tänzer, Tänzerinnen, Sprecher, Sprecherinnen versuchen mit diesen gleichzeitig, wir haben das Beispiel gebracht mit der griechischen Choreografin oder Performerin, wo sozusagen versucht wird, mit diesen Anregungen, die aus dieser merkwürdigen Maschinenwelt kommen, umzugehen. Wir haben diese freie Szene. Man braucht nur Rimini-Protokoll zu nennen oder was weiß ich wen. Ja? Und es geht eigentlich nur darum, auch die Fördertöpfe, die es dafür schon gibt, ohne dass man gleich wieder an Stadttheater denkt. Ja, die haben ja geradezu viel zu viel Geld, die Fördertöpfe zu öffnen und sich zu fragen, welche Art von künstlerischen Stammeln, ja, von Künstlern, die in der Lage sind, ihr Werk als klüger als sich selbst zu denken, sollen in welchen Rahmensetzungen vorkommen können. Wenn man da ein bisschen freigebiger wird, wäre das, glaube ich, nicht von Schaden. Man kann ja das eine tun, ohne das andere zu lassen. Frau Arndt, was nehmen Sie mit? Und Sie haben sich, glaube ich, auch noch ein bisschen was aufgeschrieben zu den Fragen, die gerade gestellt wurden. Ich glaube, es ist vielleicht bei Ihnen so ein Missverständnis entstanden, dass ein Thema gleich eine Funktionalisierung bedeutet. Ich glaube, dem würden wir alle widersprechen. Komplett. Würde ich mich sofort gegen wehren. Ich glaube aber, wenn man zum Thema Autonomie der Kunst und Digitalisierung einlädt, dann ist das eigentlich selbstverständlich, dass dann solche Beispiele, wie wir sie heute gebracht haben, kommen, weil man ja genau das eingeladen hat. Insofern ist das, glaube ich, ein Missverständnis. Mich interessieren durchaus Künstlerinnen und Künstler, die sich mit unserer Gegenwart auseinandersetzen, dies auf sehr, sehr unterschiedliche Arten und Weisen tun. Und mich interessieren auch die Erzählungen, und zwar nicht die journalistischen Erzählungen, sondern die künstlerischen Erzählungen, die für mich eine ganz eigene Eindringlichkeit haben. Und da geht es nicht um Funktionalisierung oder nicht, sondern es geht um eine Eigenart der Kunst eigentlich. Full stop. Herr Saavedra-Lara. Vielleicht im Anschluss an das, was die Kollegin aus dem Ministerium mit der Frage nach der Bildung gesagt hat. Also ich fand es eigentlich immer interessant, vielleicht ein bisschen im Rückgriff historisch, oder was heißt historisch, 20, 30 Jahre, dass das klassische Medienkunst- oder Netzkunstfeld ja immer heterogen war. Es ging um Kunst, aber eben auch um Praktiken wie Hacking, Ingenieurspraktiken, um Reflexion und Wissenschaft und all das sozusagen zusammengebracht, in den heterogenen, auch interdisziplinären Austausch gebracht. Und ich glaube, es gibt dort auch einige Praktiken, an die wir uns auch wieder erinnern können. Ich glaube, wir sind sehr, sehr schnell
schnell in so einer Debatte von Alarmismus, das ist alles neu, es überrollt uns, aber auch das Feld hat eine Geschichte. Mhm. Und auch wenn sich vielleicht ein bisschen verändert hat, wer sich Künstler nennt und wer sich jetzt nicht Künstler nennt, jetzt wollen alle wieder Künstler sein, damals wollten alle Hacker sein, glaube ich schon, dass es einige Praktiken gibt, wie das Critical Engineering, die, glaube ich, gerade im Bildungssektor eine große Möglichkeit sein könnten, Verständnis dafür zu wecken, was ist ein Algorithmus, was ist eine Programmiersprache, wie sind diese Medien eigentlich beschaffen und vielleicht auch welche anderen Imaginationen von Technologie können wir triggern, also auch schon sehr, sehr früh in den Schulen, glaube ich, ne? Die vielleicht ein bisschen so das aufbrechen, was wir, glaube ich, an diesen Medien allgemein kritisieren. Ich glaube nicht, dass man dieses Problem oder dieses Thema auf den rein kulturellen Sektor konzentrieren darf. Ich glaube, es braucht einen Austausch zwischen verschiedenen Sektoren in der Gesellschaft, wie Technologie, Wirtschaft, Wissenschaft und eben auch dieser sehr, sehr auch vage kulturelle Sektor, um, glaube ich, so dem gerecht zu werden. Aber ich glaube, man muss sehr, sehr früh ansetzen und schon auch sozusagen bei Kindern Bewusstsein dafür wecken, auch im Alltag, welche Medien sie eigentlich benutzen und wie man sie auch vielleicht modifizieren kann. Es gibt ein großes Problem von geschlossenen Systemen. Wenn sie ihr MacBook aufschrauben, sehen sie Design, sie sehen keine Technologie mehr. Es gibt an ihrem iPhone kaum Schnittstellen mehr. Das sind alles Probleme und ich glaube, für die kann man auch eine gewisse Awareness und Bewusstsein, kritisches Bewusstsein wecken. Und ich glaube, wenn man anfängt, wieder sich damit auseinanderzusetzen, vielleicht auch selber zu basteln. Bruce Sterling hat auf der Eröffnung vor ein paar Jahren der Transmediale gesagt, wir müssen eben wieder mit Arduino selber Computer bauen lernen. Ja, das ist halt so. Das könnte vielleicht interessant sein, um das nochmal so ein bisschen so aufzubrechen, ja, sozusagen diese, wie wir sie empfinden, eine selbst auferlegte Knechtschaft. Und das ist immer so ein diffuses, ja, so Machtdispositiv, was sich eigentlich durch alle Präsentationen zieht. Und das ist meine vage, vielleicht optimistische Hoffnung, dass das ein Weg sein könnte. Ich glaube, da kann sich hier vielleicht der ein oder andere anschließen. Mir bleibt jetzt noch vor allem Ihnen allen ein großes Dankeschön zu sagen. Ich bin jetzt ungefähr seit einem Jahr Kulturministerin und ich habe mich am Anfang gefragt, was passiert eigentlich so zum Thema Digitalisierung und Kultur in dem Land, für das ich jetzt Ministerin geworden bin. Und deshalb war es mir wichtig, diesen 9. kulturpolitischen Dialog jetzt zu diesem Thema zu machen, unabhängig von irgendwelchen Verzweckungstendenzen natürlich. Und ich glaube, wir sind immer noch weit ab von einem Überblick, was eigentlich in Nordrhein-Westfalen dazu passiert. Aber für mich war das unglaublich interessant, weil ich mich auch gefragt habe, was kann ich denn jetzt kulturpolitisch dazu beisteuern, dass ich Kunst und Kultur in diesem Bereich auch so entfalten können, wie sie das eigentlich tun sollten, um dieser Zeit auch irgendwie gerecht zu werden und um das vielleicht auch mitzunehmen, was viele Menschen gerade bewegt. Und dazu gab es schon die ein oder andere Anregung heute. Ich würde mir aber auch wünschen, dass wir dazu weiter im Gespräch und weiter in der Diskussion zu bleiben, weil es gibt ja jetzt nicht die Digitalisierung, sondern die verändert sich ja jeden Tag. Es kommen jeden Tag wieder ganz neue Dinge dazu. Und es hat mich ehrlich gesagt schon fasziniert, was es dazu an den Schnittstellen zwischen Analogem und Digitalem gibt, was Künstlerinnen und Künstler aus diesem Thema schon machen. Ich glaube, diese Faszination, die wird auch fortbestehen bleiben. Also ganz herzlichen Dank Ihnen, ganz herzlichen Dank aber auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ministeriums, die das alles organisiert haben. Und danke auch Ihnen, Herr Hilterhaus, für die Moderation mit mir zusammen. Ich finde, Sie haben das sehr charmant gemacht und ich finde, Sie haben alle einen Applaus verdient. Ich wollte jetzt nochmal Ihnen danken für einmal, dass Sie über 20 Minuten länger hier gewesen sind, als das geplant war, aber auch für die Aufmerksamkeit und die rege Teilnahme. Und ich muss noch kurz was dazu sagen. Die Vorgespräche, die wir hatten, die waren so interessant, weil zum Teil sich ja auch die Panel-Teilnehmer gar nicht kannten. Und da kam eine große Energie auf. Und ich glaube, das könnte auch ein Auftrag der Politik sein. Nämlich die Frage, wie verknüpft man genau diese Ressourcen? Die Wissenschaft, die Technologie. Ich habe ein langes, schönes Gespräch mit Herrn Torgemann genau darüber gehabt. Diese 200 Jahre, die Sie angemahnt haben, vielleicht, wie begegnen wir genau diesen Defiziten eigentlich in Kommunikation? Und das könnte eventuell auch dazu führen, dass man die ein oder andere sozusagen, dass sich wieder in einer Art von Gestaltungskraft in diesen ganzen digitalen Medien zu erreichen, die nur funktionieren kann über so einen Austausch. Und wir haben hier, glaube ich, herausragende Akteure hier auf dem Podium gesehen. Es gibt noch viele andere, aber Nordrhein-Westfalen bietet dafür, glaube ich, ein enorm gutes Territorium. Und das könnte ein Auftrag sein, der weit über Ihr Ministerium auch noch hinausgeht. Nämlich, da braucht man die Staatskanzlei genauso wie andere Ministerien, sich zu überlegen, wie könnte so eine Art von Bündelung aussehen, eine andere Art von Campus.
Erstmal Ihnen auch nochmal herzlichen Dank für diesen Raum. Das ist wirklich ganz besonders. Das ist ja auch ein Raum, der sich sozusagen ein wenig autonom gestalten durfte. Und danke für Ihre Geduld und für Ihr Engagement. So, es gibt, glaube ich, noch was zu trinken oder uns zu essen. Und genau, kommen Sie nachher alle gut heim. Alle noch begegnen. Und jetzt müssen wir erstmal...